So, ich darf Sie ganz herzlich alle zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung des Innenausschusses begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich zunächst auch die Damen und Herren Sachverständigen. Wir bedanken uns zum einen sehr für Ihr Kommen, dass Sie den Kolleginnen und Kollegen auch für Fragen und für die Beratung zur Verfügung stehen und zum anderen auch für die bereits teilweise eingegangenen Berichte. Wir haben heute eine Anhörung zum Thema Fragen der IT-Sicherheit. Drei Anträge liegen heute der Anhörung zugrunde. Und wir werden das vom Ablauf her so machen, dass wir zunächst einmal Sie, liebe Damen und Herren Sachverständige, bitten, ein kurzes fünfminütiges Eingangsstatement zu halten. Dann werden wir anschließend in die Fragerunde der Fraktionen eintreten. Wie viele Fragerunden wir schaffen werden, hängt ein bisschen von der zügigen Frage und Antwort ab. Bei den Fragen, Herr Höferlin, machen wir das so, wie wir das jetzt zum Schluss immer gemacht haben. In der ersten Fragerunde ist es möglich, zwei Fragen an einen Sachverständigen zu stellen, eine Frage an zwei Sachverständigen oder zwei unterschiedliche Fragen, davon aber jeweils nur eine an einen anderen Sachverständigen. Wenn das zügig funktioniert, kann man so auch in der zweiten Runde verfahren. Wenn nicht, dann werden wir das Verfahren für die zweite Runde ändern. So, dann beginnen wir in der Reihenfolge des Alphabetes und beginnen mit Herrn Dr. Baumgart. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich versuche vielleicht ein Statement etwas mehr aus der Perspektive der Wirtschaft zu geben, beziehungsweise aus dem Bereich der sicherheitstechnischen nationalen Industrie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus Sicht der Wirtschaft bedeutet zunehmende Digitalisierung auch zunehmender Sicherheitsbedarf. Der Bedarf an Sicherheit wächst in den letzten Jahren kontinuierlich. Darüber hinaus aber eröffnet das auch für Anbieter von Sicherheitslösungen einen Markt, eine Marktentwicklung, die hier als Wachstumsmarkt zu bezeichnen ist. Deutschland verfügt über eine leistungsfähige IT-Sicherheits- oder Cybersicherheitsindustrie, die aber vornehmlich mittelständisch bzw. auch durch viele Kleinunternehmen geprägt ist. Diese Unternehmen und diese Technologien, die meistens auch in Zusammenarbeit mit behördlichen Anforderungen, mit dem BSI oder verschiedenen anderen Stellen entwickelt worden sind, genießen international eine sehr hohe Reputation. Allerdings hängt unsere digitale Souveränität zunehmend von den Fähigkeiten dieses Bereiches und der Durchsetzung der hier entwickelten Sicherheitsmechanismen und Verfahren ab. Und das wird zukünftig noch zunehmen. Denn Deutschland ist nahezu ein Referenzmarkt für Cybersicherheit, was insbesondere durch die Regulierung in diesem Umfeld wie IT-Sicherheitsgesetze, BSI-Gesetz, BSI-Zertifizierungen etc. begründet ist. Allerdings, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nationale Anbieter nicht völlig losgelöst von den internationalen technologischen Entwicklungen. So müssen die Sicherheitsverfahren im Zusammenhang mit nicht vertrauenswürdigen Komponenten umgesetzt werden. Daher müssen zukünftig die Sicherheitsmaßnahmen unabhängig und separat und von nicht vertrauenswürdigen Plattformen ausgehend durchgesetzt werden. Hierzu gehören unter anderem, Deutschland hat keine Prozessorarchitekturen, hat keine im großen Stil verwendeten Betriebssysteme oder Entwicklungswerkzeuge. Ein Thema, was hier insbesondere vom BSI seit Jahren verfolgt wird, ist das Thema Separation. Das heißt also unabhängige Implementierung von Sicherheitstechnik von diesen Systemen ausgehend. Man muss natürlich fordern, dass die Forschungsförderungen in diesem Umfeld diese Aspekte zur Entwicklungsunterstützung zukünftig auch im Hinblick auf Produktisierung stärker durchsetzen und berücksichtigen und hier auch das BSI mit wie die Industrie stärker einbinden. Die organisatorischen Rahmenbedingungen zum sicheren Betrieb der Systeme sind natürlich ein weiterer Punkt. Hier kann man sehen, dass organisatorische Sicherheit wie Grundschutzmaßnahmen in der Vergangenheit erfolgreich waren, aber auch noch verstärkt werden können und müssen und vor allen Dingen nachprüfbar werden. Insgesamt sind ausreichende Fachkräfte der bedrohliche Flaschenhals.
Meine Damen und Herren, jedoch ist das Thema IT-Sicherheit hochspannend für junge Leute. Daher müssen Aus- und Weiterbildungen in diesem Umfeld verfügbar werden und aber auch verstärkt bleiben. Insgesamt muss man sagen, der EU-Binnenmarkt hat keine einheitlichen Mindeststandards bislang bei der Beschaffung im öffentlichen Bereich bzw. für kritische Infrastrukturen. Dabei gibt es aber zunehmend Konzentrationen in der Wirtschaft durch Übernahmen. Man muss sehen, dass auch hier europäische Staatskonzerne unserer Nachbarländer an diesen Prozessen stark beteiligt sind, die gerade in der letzten Zeit zu erheblichen Verwerfungen geführt haben. Die Exportfähigkeit unserer nationalen Sicherheitsprodukte sollte ebenfalls betrachtet werden und eventuell verbessert werden, denn die Wirtschaftlichkeit der nationalen Investitionen wird hier durch die Entwicklung und Forschung stärker berücksichtigt, und sodass wir mehr Angebote und Wirtschaftlichkeit auch durch eine Exportverstärkung erreichen können. Die Hersteller von Sicherheitslösungen, die die Vertrauenswürdigkeit in ihrem Angebot mit auszeichnen, insbesondere indem sie durch Zertifizierungen diese nachweisen und deshalb sicherheitskritische Funktionalitäten anbieten, sind immer noch benachteiligt, weil Wirtschaft und Verwaltung gerne Funktionalität und risikobehaftete Implementierungen auch attraktiv finden. Jedoch sollten Zertifizierungen als Vertrauens- und Qualitätsnachweis zum Erfolgsfaktor und auch für den wirtschaftlichen Erfolg von Sicherheitsprodukten werden. Daher muss das BSI auch personell in die Lage versetzt werden, dass diese Zertifizierungen zügig durchgeführt werden und die Produkte Herr zeitgerecht Dr. in den Baumgart, Markt kommen. Ich darf nur auf die Zeit hinweisen. Ja, ich bin auch so, Entschuldigung, ich bin auch sofort fertig. Ich fasse noch mal zusammen, dass wir neben Open Source, über das Thema man zusätzlich vielleicht hier länger sprechen könnte, Deutschland über hervorragende Sicherheitstechnologien verfügt, die auch eine Überwachung von Infrastrukturen im behördlichen Umfeld wie im Industrieumfeld ermöglichen und Schwachstellen oder Angriffe aufdecken können. Dabei kann auch der Datenschutz gewährleistet werden. Allerdings ist diese Sicherheitstechnik nicht wie der Sicherheitsgurt im Fahrzeug vorgeschrieben und wird nicht flächendeckend eingesetzt. Man könnte mit dieser Unterstützung kritische Infrastrukturen auch im Hinblick auf Meldepflichten massiv oder die Anbieter unterstützen. Bis hierhin vielleicht vielen Dank. So, dann Herr Dr. Herpig, bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete. Da IT-Sicherheit als Titel dieser Ausschusssitzung und eher eine Metaebene beschreibt und die Anträge ein ganzes Potpourri an IT-Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, möchte ich nicht auf einzelne Aspekte eingehen oder dediziert zu den aktuellen Referentenentwürfen zur Harmonisierung des Verfassungsschutzgesetzes oder des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 Stellung nehmen, sondern versuche auch etwas auf dieser Makroebene zu antworten. Details und Verweise, weitere Analysen finden Sie in meiner schriftlichen Stellungnahme. Ich möchte auf drei Herausforderungen näher eingehen. Erstens, Deutschland ist bei IT-Sicherheit strategieunfähig. Uns fehlt ein strategischer Rahmen für die Beantwortung von gegen uns gerichteten Cyberoperationen. Der Übergang der IT-Sicherheitstrinität, Prävention, Detektion, Reaktion hin zur Repression ist unterentwickelt. Das beinhaltet sowohl ein verbindliches Attributionsverständnis als auch eine Verknüpfung mit aktiven Cyberabwehrmaßnahmen und repressiven Maßnahmen außerhalb des digitalen Spektrums, wie zum Beispiel Strafverfolgung, wirtschaftliche Sanktionen oder nachrichtendienstliche Operationen. Auch dort, wo wir uns für IT-Sicherheit dringend eine Strategie bräuchten, bei der Resilienz und hier vor allem beim Umgang mit Schwachstellen, haben wir keinen umfassenden Plan. Ein wenig Verbraucherschutz für bekannte Schwachstellen hier, ein wenig Schwachstellenmanagement für unbekannte Schwachstellen dort. Alles gute Ansätze, ohne Frage, aber ohne eine Strategie, die sie zusammenführt, die Synergien nutzbar macht, fehlende Prozesse und Mechanismen identifiziert, ist es vermutlich weder effizient noch sonderlich effektiv. Wir bauen immer weitere Institutionen im Bereich IT-Sicherheit und öffentliche Sicherheit auf, aktuell mit der Zentralen Stelle für Informationstechnologie im Sicherheitsbereich, CITES, oder der Agentur für Innovationen der Cybersicherheit, ADIC. An einer Strategie, wie wir mit dem IT-Sicherheitsfachkräftemangel in der Verwaltung umgehen sollen, ohne dass sich diese Institutionen zukünftig gegenseitig kannibalisieren, fehlt es uns aber. Auch die Blaupause für Deutschlands Cybersicherheitsarchitektur ist nicht vorhanden, normalerweise aber eine elementare Voraussetzung für die Gründung weiterer Behörden. Die drei Institutionen, die die zentralen Elemente in unserer Cybersicherheitsarchitektur darstellen, sind der Nationale Cybersicherheitsrat, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Nationale Cyberabwehrzentrum. Dazu habe aber ich drei Fragen. Die erste ist, was macht eigentlich der Cybersicherheitsrat, dessen genuiner Auftrag es sein sollte, diese aufgezeigte Strategieunfähigkeit zu vermeiden?
Zweitens, warum ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bis heute nicht fachlich unabhängig vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat? Und drittens, warum schaffen wir es seit Jahren nicht, das Cyberabwehrzentrum zu reformieren? Der Reformbedarf ist vielen Beteiligten klar, bessere Einbindung der Länder, Kommunikationspflichten der Behörden und mehr Transparenz, um nur einige der Aspekte zu nennen. Zweitens, das Fehlen handlungsleitender empirischer Evidenz und Teilhabe. Wir haben die Cybersicherheitsstrategien 2011 und 2016, deren Erfolg und Umsetzung wir aber nicht evaluieren. Die aktuelle Cybersicherheitsstrategie ist eine reine Wunschliste von Maßnahmen verschiedener Behörden, ohne dass ihr strategisches Verständnis oder eine Bedarfsanalyse der IT-Sicherheit in Deutschland zugrunde liegen. Es gibt auch keine Gesamtschau der Überwachungsmaßnahmen, das heißt die Kenntnis darüber, welche Behörden in Deutschland welche Informationen durch welche Maßnahmen erheben können und wo überhaupt noch weiße Flecken bestehen. Trotzdem werden Überwachungsmaßnahmen weiter ausgebaut und nicht, wie im Koalitionsvertrag festgehalten, in gleichem Maße Schutzmechanismen und Kontrollmaßnahmen etabliert. Was wir schon seit Längerem sehen, ist ein besser Haben als Brauchen der Aufgaben und Befugnissen von Sicherheitsbehörden, vor allem bei Maßnahmen, die sehr invasiv in die Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme eingreifen. Es gibt Hausabstimmungen, Ressortabstimmungen, Verbändeanhörungen zu neuen Gesetzen, aber wo bleiben eigentlich die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft? Unsere Beteiligung hängt aktuell massiv davon ab, dass jemand Entwürfe im Internet veröffentlicht. Nimmt man dazu, dass Vertreterinnen dieser Sektoren auf Basis ihrer geringen Ressourcen mehr als nur ein paar Tage brauchen, um einen dutzenden Seiten umfassenden Gesetzestext zu analysieren und aufzubereiten, nimmt man diesen Bereichen effektiv die Möglichkeit einer Teilhabe. In diesen Organisationen sitzen Expertinnen, die zu guter Politik sehr viel beitragen und so einer geistigen Monokultur entgegenwirken können. Einige dieser Personen sitzen heute zum Glück neben mir. Diese Expertise zu ignorieren, wäre nicht nur ineffizient, sondern auch arrogant. Drittens und letztens, digitales Räuberschach statt Stärkung der IT-Sicherheit. Mit der Gründung und zivilen Ausrichtung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, der Cybersicherheitsstrategie 2011, dem IT-Sicherheitsgesetz 1.0/2015, der Verschlüsselungspolitik und vieler anderer Maßnahmen haben wir in Deutschland meines Erachtens einiges richtig gemacht, um die IT-Sicherheit zu stärken. Leider hat es zuletzt eine Verschiebung vom Primat des Zivilen und der IT-Sicherheit hin zur vermeintlichen Stärkung öffentlicher Sicherheit durch Überwachung und den Einsatz von Hacking-Werkzeugen sowie eine Militarisierung des Diskurses gegeben. Wie wir in anderen Ländern, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, sehen können, führt das nur dazu, dass sich die IT-Sicherheitsvorfälle häufen. Die letzte verbleibende Option ist dann oft, dem Gegenüber mehr Schaden zuzufügen, als man selbst erlitten hat. Normalerweise sollte das aber die Ultima Ratio einer guten Sicherheitsstrategie sein und nicht ihr Fokus. Es ist klar, dass effektive Strategien sektor- und ressortübergreifend sein müssen. Leider wurde in den letzten Jahren viel zu oft unter dem Deckmantel der IT-Sicherheit wahlweise die Agenda der öffentlichen Sicherheit oder der militärisch-nachrichtendienstlichen Bedürfnisse vorangetrieben. Das ist nicht nur ethisch höchst problematisch, sondern vor allem kontraproduktiv für die IT-Sicherheit und damit auch die nationale Sicherheit Deutschlands. Vielen Dank. So, vielen Dank. Herr Landefeld, bitte. So, ja, schön. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Sorry, dass es zu spät war. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete. Wir sind heute bei der Anhörung IT-Sicherheit und die Beschlussanträge, die hier eigentlich Grundlage sind, die beschäftigen sich ja alle mit dem Umgang des Staates mit vernetzten Geräten. Das ist ganz dringend und wichtig, da wir irgendwann im Laufe dieses Jahres ungefähr 1 Milliarde vernetzte Geräte in Deutschland haben werden. Und diese Schwelle ist natürlich elementar, weil auch die Frage, was passiert damit, wenn das jetzt weitergeht, selbst wenn wir neue Gesetze haben, was passiert mit Geräten, die jetzt schon im Markt sind, wie gehen wir damit eigentlich um? Das ist natürlich alles eine Kernfrage. Also je schneller wir da zu Lösungen kommen, umso besser ist das. Und natürlich ist in der digitalisierten vernetzten Gesellschaft IT und Cybersicherheit elementar ist für Zusammenleben und Ordnung im digitalen Raum. Und es ist unzweifelhaft Aufgabe des Staates, die IT-Sicherheit der Bürger, Unternehmen und zuletzt natürlich auch für sich selbst zu organisieren und geeigneterweise auszugestalten. Und die Forderungen in den gegenständlichen Anträgen sind natürlich alle nachvollziehbar und greifen Defizite und Widersprüche in der bisherigen Sicherheitsstrategie des Bundes auf, die wir insbesondere in der mangelhaften Gewichtung der einzelnen Teilaspekte sehen. Der Bund hat 2011 und zuletzt 2016 eine Cybersicherheitsstrategie vorgelegt, entwickelt. Und in 2015 haben wir ein IT-Sicherheitsgesetz bekommen, das dann 2017 nochmal ergänzt wurde für kritische Infrastrukturen. Wir hatten eigentlich erwartet, dass jetzt mit einer IT-Sicherheitsgesetz 2.0 Novelle, die ja irgendwo auch aus der Nicht-Richtlinie kommt, das systematisch weitergeführt wird und nicht lauter neue Themen dann diskutiert werden, die bis jetzt gar nicht vorgesehen waren. Was aber komplett fehlt,
ist eine Analyse darüber, wie effektiv das eigentlich alles war. Wo sind denn eigentlich die Ergebnisse davon? Welche Teile der Sicherheitsstrategie waren sinnvoll, welche Teile waren nicht sinnvoll? Und hat ein IT-Sicherheitsgesetz, das ja nun einige Betreiber, insbesondere alle IT- und TK-Unternehmen auch irgendwo schon betroffen hatte, hat das eigentlich was gebracht? Das wissen wir bis jetzt nicht. Wir haben ein paar Statistiken gesehen, die mal vorgelegt wurden, die waren aber neu vom ersten Jahr. Und natürlich ist eine neue Reporting-Pflicht, macht erstmal neue Zahlen. Aber ist es eigentlich schlimmer geworden? Ist es besser geworden? Hat sich irgendwas verändert? Darüber haben wir keinerlei Aussagen bis jetzt. Was wir haben, und das haben wir in den letzten 2-3 Jahren insbesondere gesehen, sind eigentlich verzerrende Presseberichte einzelner Vorfälle, deren Relevanz nicht unbedingt den Einzelfällen entsprechen. Meistens ist es der Prominenz der Opfer geschuldet, dass sie in der Presse hochstilisiert wurden, auch wenn die IT- und Systemsicherheit der eigentlichen Betreiber zu keinem Zeitpunkt gefährdet waren. Naturgemäß kommt die Internetwirtschaft im Rahmen der Überlegungen dann immer wieder auf als Betroffene. Wir stellen natürlich die Infrastrukturen und Dienste bereit, die die digitale Welt ausmachen und damit die Treiber der Digitalisierung, das ist völlig klar. Aber wir können zwar auch Ausgangspunkt, aber auch Angriffsziel und Opfer der Angriffe werden und haben dabei natürlich eine Schlüsselrolle dann für die Gestaltung der IT-Sicherheit in Deutschland. Interessanterweise sind wir in die Diskussionen über die zukünftige Umsetzung kaum einbezogen. Die meisten Gesetzesvorschläge werden von den Ministerien gemacht, ohne mit den Betreibern zu sprechen oder zumindest nicht im ausreichenden Maße zu sprechen. Jetzt gerade mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das ja zumindest mal im Entwurf vorliegt, waren wir sehr überrascht, was da alles drinsteht und man wurde dort überhaupt nicht einbezogen. Was wir eigentlich als Kernproblem vieler Diskussionen sehen, ist die mangelnde Konsequenz hinsichtlich der Frage, ob die Sicherheit von IT-Systemen kompromisslos erhöht werden muss oder ob die Sicherheit der Systeme für alle zugunsten eines staatlichen Zugriffs aufs IT-Systeme, was natürlich auch immer auch Zugriff für Dritte heißt, für andere Staaten, für Hacker, für organisierte Kriminalität und Ähnliches, ob es eigentlich gefährdet werden darf deswegen. Und Fragen wie Hackbacks oder Ähnliches sind eigentlich rein akademisch, wenn man eine konsequente Erhöhung von IT-Sicherheit als oberstes Ziel sieht. Und das ist das, was wir eigentlich bräuchten. Und diese Diskussion, die spielt sich eigentlich auch in der Frage über die Rolle des BSI wieder. Ein Interessenkonflikt als Hacker einerseits und das Ministerium, beziehungsweise die Behörde, die mit der konsequenten Schließung von Sicherheitslücken andererseits betraut sein soll, dachten wir eigentlich, dass sie sich schon aufgelöst hätte, kommt jetzt aber wieder, ist auf einmal durch die neuen Entwürfe wieder da. Und so ähnlich ist natürlich auch die Problematik mit der Arbeit des Nationalen Cyberabwehrzentrums. Wenn man Koordinierungsstelle für die IT-Abwehr sein soll, gleichzeitig mit dem Verfassungsschutz und weiteren Geheimdiensten zusammenarbeitet, die jetzt dann neue Rechte bekommen sollen, selber IT-Sicherheit wieder zu gefährden, muss man sich natürlich fragen, wie arbeitet man in der Verbesserung der IT-Sicherheit und kann ein Abwehrzentrum eigentlich arbeiten, ohne dann wieder die Arbeit der Dienste dann zu gefährden oder einzuschränken. Und das ist natürlich äußerst problematisch. Man muss auch sehen, dass viele dieser gefühlten von der Presse beobachten. Ich müsste auch an die Zeit erinnern. Ja, bin gleich durch. Ja. Beobachten großen Fälle in Teilen durch das, was wir jetzt als neuen Rahmen der Datenschutzgrundverordnung letztes Jahr bekommen haben, die ja auch sichere Verarbeitung von Daten schon vorsieht, gar nicht mehr vorkommen dürfte. Die meisten Pressevorfälle sind Daten, die eigentlich was mit Abspeicherung von Daten, mit Hacks oder da Auslösen von Passworten und Ähnlichem aus Unternehmen zu tun hat. Klar ist, dass wir im Moment sehr unspezifische Anforderungen an die Betreiber von Diensten und Netzen bekommen, was eigentlich staatlich originäre Aufgaben sind. Und diese Diskussion, die denken wir, müsste dringend geführt werden. Was ist eigentlich noch staatlich? Was müssen die Unternehmen machen? Es kann nicht alles auf die Unternehmen verlagert werden. Das ist die Tendenz, die wir momentan sehen. Vielen Dank. So, dann kämen wir zu Herrn Riege. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Wenn wir uns den Zustand der IT-Sicherheit momentan angucken, müssten wir eigentlich ehrlicherweise die weiße Fahne hissen. Wir müssten eigentlich sagen, so, wir haben eine Menge an Software, die angreifbar ist, die problembehaftet ist, die schneller wächst, als wir hinterher patchen können, als wir Probleme beheben können. Und darum denken wir, dass die gesetzliche Ausrichtung der IT-Sicherheit und der Aufbau der entsprechenden Systeme rein defensiv sein sollte. Wir haben momentan dieses Problem, dass wir auf der einen Seite Begehrlichkeiten der Sicherheitsbehörden und der Dienste haben, die gerne in IT-Systeme eindringen wollen zur Erfüllung ihrer Aufgaben,
die aber damit den Staat in einen inhärenten Konflikt bringen. Wir haben den Staat mit seiner Verpflichtung zur Daseinsvorsorge, der verpflichtet sein sollte, alle Hintertüren, alle IT-Sicherheitsprobleme, die ihm zur Kenntnis gelangen, schnellstmöglich zu schließen. Und zum Glück haben wir mit dem BSI auch eine Institution, die bisher dafür sehr gut aufgestellt ist. In dem Augenblick aber, wo wir anfangen, solche Institutionen und das Vertrauen da rein zu unterhöhlen, indem wir auch nur den Verdacht aufkommen lassen, dass Sicherheitslücken, die an diese Behörde gemeldet werden, am Ende bei Diensten landen, wo es dann irgendeine Abwägung gibt zwischen, wie lange brauchen wir jetzt diese Sicherheitslücke noch zur Erfüllung dieser Aufgabe oder wäre es besser, sie zu schließen. In dem Augenblick ist das Vertrauen in solche Behörden dahin. Und das ist ein Weg, den wir nicht gehen sollten. Also wir sehen insbesondere in den USA, wo es dieses Prinzip ja schon sehr lange gibt, diesen sogenannten Vulnerabilities Equities Process, dass es immer schief geht, dass sich die Geheimdienste nicht ehrlich verhalten und dass auch natürlich Sicherheitsforscher, die über solche Probleme stolpern, keine Lust haben, da in diesem Spiel mitzuspielen und diese Sicherheitslücken zum Beispiel da dann für geheimdienstliche Zwecke zu offenbaren. Das heißt, die Frage, wie man so eine Behörde aufstellt, wie eine Unabhängigkeit auch glaubwürdig gewährleistet werden kann, ist ein zentrales Problem. Ein zweites Problem, was wir haben, ist Bildung. Und zwar nicht unbedingt nur im Bereich von Sicherheitsexperten. Da haben wir sicherlich auch Probleme. Aber die Menge an Software, die wir jeden Tag produzieren in diesem Land, wird zum größten Teil von Menschen gemacht, die noch nie gehört haben, wie man sichere Software schreibt. Eine zentrale Forderung an die Politik wäre, dafür zu sorgen, dass niemand in diesem Land mehr programmieren lernt, egal wo, egal ob in der Schule, in der Universität, in der Fachhochschule, ohne dass er lernt, wie man sicher programmiert. Das ist nicht so schwer, das ist kein Hexenwerk, das ist tatsächlich nur Basiswissen. Aber zu verlangen, dass alle Ausbildungsinstitutionen sicheres Programmieren mit aufnehmen, wenn sie Programmieren lehren, in irgendeiner Art und Weise, ist, denke ich, der einzige Weg, wie wir langfristig dieses Problem zumindest eingrenzen können. Ein zweiter Schritt in diese Richtung wäre zu sagen, okay, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr sichere Software bekommen und dazu braucht es Förderprogramme. Die Wirtschaft selber wird es nicht hinbekommen. Die Wirtschaft selber hat zu viele andere Prioritäten, die wollen als Erste am Markt sein. Wir müssen da als Staat agieren. Wir brauchen Methoden, mit denen wir schnell kleine Projekte fördern können, die einzelne Softwarekomponenten sicher neu implementieren, die dann für alle zu verwenden sind. Eine dritte Komponente ist dabei ganz sicherlich dieses Thema Zertifizierung, was heute schon häufiger kam. Wir haben das Problem, dass Zertifizierung zu statisch ist. Zertifizierung funktioniert in der IT einfach überhaupt nicht. In dem Augenblick, wo Sie ein Zertifikat haben, ist Ihr Produkt schon wieder mindestens 3 Jahre alt, nach heutigem Stand der Technik. Und dann können Sie es eigentlich schon wegschmeißen, weil es entweder überholt ist oder mittlerweile Sicherheitslücken darin bekannt geworden sind. Wir denken, dass der einzig sinnvolle Weg, der ist, der angefangen wurde in den bereichsspezifischen Sicherheitsanforderungen für kritische Infrastruktur, nämlich zu sagen, dass wir pro Branche eine Art Komitee, ein Gremium schaffen, was die Sicherheitsanforderungen für diese Branche dynamisch alle 3 Monate erneuert. Und dass ein Einhalten dieser Anforderungen der einzige Weg ist, ein Zertifikat kontinuierlich zu erhalten. Weil wir haben das Problem, dass statische Zertifikate in der Vergangenheit einfach überall versagt haben. Niemand hat es hinbekommen und das ist einfach prinzipiell unmöglich. Das heißt, wir brauchen einen dynamischen Weg, wie wir IT-Sicherheit beurteilen und zertifizieren, was dann übrigens auch eine Grundlage sein kann dafür, um Haftungsregelungen einzuführen, um dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft motiviert wird, in die IT-Sicherheit zu investieren. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Schönbohm, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Anzahl und Qualität der Cyberangriffe auf staatliche und zivile Ziele nimmt eklatant zu. Auch die kritischen Infrastrukturen sind verstärkt im Fokus der Angreifer. Die hohe Dynamik bei der Weiterentwicklung von Schadprogrammen, ca. 390.000 neue Varianten pro Tag und Angriffswegen, die steigende Betroffenheit durch ein Smart Everything sowie die zunehmende Angriffsintensität verdeutlicht die Verletzlichkeit von IT-Systemen und digitalen Infrastrukturen in einer zunehmend vernetzten Welt. Meine Vorredner haben davon teilweise schon gesprochen. In Anbetracht der erhöhten Gefährdungslage und der zunehmenden Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ist Informations- und Cybersicherheit zur Voraussetzung für das Gelingen der Digitalisierung geworden.
Wenn wir auch in Zukunft einen starken und sicheren Standort Deutschland haben wollen, müssen wir mehr in Informations- und Cybersicherheit investieren. Auch der Staat muss im Bereich Cybersicherheit verstärkt aktiv werden. Als nationale Cybersicherheitsbehörde gestaltet das BSI auf Basis seines gesetzlichen Auftrags Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Der auch im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD festgelegte geplante Ausbau des BSI sowie die Weiterentwicklung des IT-Sicherheitsgesetzes einschließlich neuer Befugnisse und Möglichkeiten des BSI zum Schutz der IT-Systeme des Bundes sind wichtige Schritte, die nun konsequent umgesetzt werden müssen. Das BSI ist die einzige Bundesbehörde mit klarem gesetzlichen Auftrag zur Cyberabwehr und muss angesichts der dynamischen Gefährdungslage auch in den kommenden Jahren weiterhin substanziell verstärkt werden. Die Gewährleistung von Cybersicherheit als Voraussetzung für eine gelungene Digitalisierung erfordert eine ständige Überprüfung von Prozessen, Befugnissen und Zuständigkeiten. Das BSI soll als neutrale Beratungsstelle in Fragen der IT-Sicherheit für Bund, Länder, Unternehmen und Bürgerschaft gestärkt werden. Auch eine Ausweitung der präventiven Aufsichtsbefugnisse wird angestrebt. Unternehmen und Hersteller von IT-Produkten, die wie kritische Infrastrukturen von besonderem nationalen Interesse sind, sollen hierbei stärker in die Pflicht genommen werden. Die zunehmende Digitalisierung bietet für den Einzelnen große Chancen. Durch eine Stärkung präventiver Sicherheitsmaßnahmen sowie die geplante Einführung eines IT-Sicherheitskennzeichens werden Anwender künftig besser geschützt und Verbrauchern mehr Orientierung geboten. Diese Aufgabe übernimmt das BSI als die zentrale Stelle für Zertifizierung und Standardisierung. Im Bereich der künstlichen Intelligenz festigt das BSI seine Rolle als Thought Leader, beispielsweise durch die Einrichtung eines Kompetenzzentrums KI und bündelt darin die bereits vorhandene Expertise. Gewonnene Erkenntnisse stellt das BSI in seiner Eigenschaft als neutrales Kompetenzzentrum für die IT-Sicherheit allen Ressorts zur Verfügung. Aufgrund dieser Querschnittsfunktion ist das BSI eine Behörde von besonderer Bedeutung. Auch künftig soll das BSI zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der IT-Sicherheit in der Digitalisierung sein. Beispiele für die Unterstützung der Ressorts sind die IT-Sicherheitsberatung aller Ressorts, die elektronische Gesundheitskarte BMG, das Smart Meter BMWi sowie das autonome Fahren für das BMVi. Durch seine integrierte Wertschöpfungskette der Cybersicherheit identifiziert das BSI unter anderem mithilfe der Schadsoftware-Erkennungssysteme Angriffskampagnen und Lücken in bestehenden Systemen. Die daraus abgeleiteten Warnungen adressieren Bund, Länder, Kommunen, Kritisbetreiber, die Wirtschaft und die Bevölkerung. Im Jahr 2018 hat das BSI über 16 Millionen Warnmails an deutsche Netzbetreiber versendet, um auf Gefahrensituationen aufmerksam zu machen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Zertifizierung und Zulassung neuer Produkte ein. Eine sachgerechte Aufgabenerledigung und damit die Gewährleistung und Stärkung der Cybersicherheit der Bundesrepublik Deutschland kann nur im Rahmen der bestehenden Bündelung und Vernetzung von Cybersicherheitsexpertise innerhalb des BSI erfolgen. Das BSI hat eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung inne. Die spiegelt sich auch im neu gelegten Koalitionsvertrag, wie beispielsweise dem digitalen Verbraucherschutz, Beratung für Wirtschaft und KMUs, sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Länder wieder. Letzteres ist essentiell, um einer Fragmentierung, die ja bereits angesprochen worden ist, im Bereich Cybersicherheit entgegenzuwirken. Für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder besteht die gemeinsame Verantwortung, durchgehend ein qualitativ hohes, einheitliches und angemessenes Cybersicherheitsniveau sicherzustellen. Hier kommt dem BSI eine entscheidende Bedeutung zu. Alleine gegenüber den Bundesländern konnten in den vergangenen 2 Jahren 9 Absichtserklärungen geschlossen werden für eine engere Kooperation. Auch in der globalen Herausforderung arbeiten wir aktiv mit. So haben wir zahlreiche Rollen und Funktionen bei der NATO oder auch bei der EU inne. Letzten Endes sind robuste und vertrauenswürdige Netzinfrastrukturen wie 5G Grundlage der Digitalisierung in Deutschland. Gemeinsames Ziel aller beteiligten Akteure ist eine sichere Infrastruktur für den Mobilfunk der Zukunft, wobei Sicherheitseigenschaften der verschiedenen Netzbereiche herstellerneutral gestaltet und die Sicherheit des Gesamtnetzes somit unabhängig vom jeweiligen Hersteller gewährleistet werden kann. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die zahlreichen neuen Stellen und ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass wir mit als beliebtester Arbeitgeber in diesem Bereich eine Besetzungsquote von 95% Ende 2018 erreicht haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Schönbohm, vielen herzlichen Dank. Und den Schluss in der Runde macht noch Frau Dr. Sowa. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete, ich bedanke mich für die Einladung.
IT-Sicherheit stärken, Freiheit erhalten, Privatsphäre stärken, effektive Maßnahmen einführen, hinreichende Ressourcen bereitstellen, Ende zu Ende Verschlüsselung als Recht gewährleisten. Tolle Anträge mit guten Ideen, Lösungsansätzen und Vorschlägen, wie man IT-Sicherheit, diese Achillesferse des Informationszeitalters, in Deutschland und Europa stärken solle. Zuerst vielen Dank dafür. Ein Déjà-vu-Effekt setzt jedoch ein. Backdoor, Recht auf Verschlüsselung, Hackbacks und die Rolle der Bundeswehr in all dem, Cyberabwehr und die Ausgründung oder Neugründung einer unabhängigen Behörde mit Zuständigkeit Digitales und oder IT-Sicherheit, Überwachungssoftware und ihre Exporte, all das ist schon einmal da gewesen. Seit mehr als 20 Jahren wird debattiert, Argumente und Gegenargumente ausgetauscht, Experten angehört und Lösungen vorgeschlagen, ob im virtuellen Ortsverein der Möglichkeiten des Internets für die politische Arbeit erproben wollte, in der Enquete-Kommission oder zuletzt anlässlich des Widerstandes von Apple von den US-Behörden, dem FBI, Zugriff auf das iPhone des San Bernardino-Attentäters einzuräumen. Das Ziel des Krieges sei Sieg und nicht die Fortsetzung von Kriegsoperationen, klärte Sun Tzu auf. Um es mit dem chinesischen Kriegsherrn zu halten, der Bundestag wird endlich entscheiden müssen. Denn dafür, wo Deutschland in den nächsten Jahren in dem Thema IT-Sicherheit steht, wird der Gesetzgeber verantwortlich sein. Anonymes Surfen, das brauche man nicht in einer Demokratie, erklärte der Innensekretär Günther Krings der Süddeutsche Zeitung. Das Gegenteil davon ist richtig. Gerade in einem freien Land, in einer Demokratie, braucht man Anonymität im Internet nicht weniger als im Allgemeinen. Tatsächlich können Straftaten in Computernetzen nur vermieden werden, wenn die Vertraulichkeit der Kommunikation mittels sicherer Verschlüsselung gewährleistet ist. Das wurde bereits im Jahre 1998 im Schlussbericht der Enquete-Kommission festgehalten. Während es technisch und organisatorisch relativ einfach ist, kompatible verschlüsselte E-Mail-Kommunikation und Datentransfer in kleinen, autarken Organisationen wie eine Behörde oder Unternehmen zu implementieren, ist Etablierung und Einführung von Lösungen, die ganze Gesellschaften umfassen, weit weniger trivial. Beispiel davon ist Pretty Good Privacy von Phil Zimmermann. Damit Technologien wie diese zum Masseneinsatz kommen, erfordert es Unterstützung und Förderung. Ja, es wird Geld kosten. Ja, es wird Förderung bedürfen. Und ja, Politik und Staat müssen beteiligt sein. Politik muss involviert sein, um Lösungen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu gewährleisten, die jedermann zugänglich sind und auf die man vertrauen kann. Erstens muss die Prämisse Privacy as Right und Security as Right heißen und nicht etwa Privacy and Security as a Service. Zweitens wird es eine konsequente Positionierung in Frage der Backdoors, der Hintertüren, erforderlich. IT-Sicherheit hilft zweifellos auch Kriminellen. Technologien wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder starke Kryptographie können gewiss auch Terroristen nutzen. Aber keine IT-Sicherheit bedeutet für alle Nicht-Kriminellen mehr Kriminalität. Insofern gefährdet ein Staat, der vermeintliche Sicherheit vor IT-Sicherheit setzt, seine Schutzfunktion gegenüber den Bürgern. Um des Weltfriedens willen ist es vermutlich viel wichtiger, sichere Plattformen für die Kommunikation zu haben, als wenn gelegentlich ein Krimineller nicht geschnappt werden kann. Stattdessen fordert, wie im letzten Artikel von Frau Dr. Sabine Vogt, das Bundeskriminalamt wieder neue Gesetze. Tor, Darknet, eigene Strafbarkeit für Administratoren und Moderatoren der als illegal bezeichneten Plattformen und so weiter. Wer aber die IT-Sicherheit einer vermeintlichen Sicherheit opfert, erntet nicht Sicherheit, sondern Kriminalität, mehr Kriminalität. Es ist bedauerlich, dass diese banale Erkenntnis auch nach über 20 Jahren, nach damaligen Enquete, sich noch immer nicht als Allgemeingut durchgesetzt hat. Nichts davon ist falsch. Im Gegenteil. Und aus diesem Grund ist die Herauslösung des BSI aus dem BMI vordringlich, wie es zuvor die Herauslösung des BSI aus dem BND war. Statt Strategien für Kriege in der Zukunft zu entwickeln, sollten Unternehmen und Behörden ihre Systeme und Netzwerke angemessen, gemäß dem Stand der Technik, absichern, in Firewalls und Perimetersicherheit und in gut ausgebildete sowie erfahrene Spezialisten investieren, damit externe Angreifer nicht mehr mit gewohnter Nonchalance in die Systeme eindringen können.
und nicht auf den Hinweis der Geheimdienste warten, ob sie eventuell doch noch Opfer einer Cyberattacke geworden sind. Einführung generelle Meldepflichten. Ich müsste jetzt auch an die Zeit erinnern. Okay, dann komme ich schnell zum Schluss. Auch die Erführung von Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle nach dem Vorbild der Datenschutzgrundverordnung für alle Branchen und Organisationen, unabhängig der Größe und der Branche und des Sektors, könnte eine sinnvolle Ergänzung der Detektiv-IT-Sicherheit sein. Ein schlüssiges Konzept, da möchte ich auf den Vorschlag von Dr. Heppikan gehen, ein schlüssiges Konzept einer einheitlichen Strategie für mehr digitale Sicherheit wird im Antrag der Fraktion Linke gefordert. Tatsächlich verhält er sich mit den Vorschlägen und Lösungsansätzen zur IT-Sicherheit ein wenig wie in dem Dürrematschen Hörspiel Herkules und der Stadt des Augias. Bilden wir eine Oberkommission, ruft eine. Beschlossen schon. Wir bilden eine Oberkommission, erwidert das Bauernparlament. Digitalministerium, CITES, BSI, Gründung, Neugründung, Ausgründung, Zentralisierung, Dezentralisierung. Der Bundestag wird eine grundsätzliche Entscheidung treffen müssen. Möchte man weiterhin Technologien fördern, die Überwachung, Lebens- und Arbeitskontrolle stärken? Oder möchte man in Technologien investieren, die neue Lebens- und Arbeitsentwürfe ermöglichen, Freiheit und Demokratie stärken und so seine Schutzfunktion gegenüber den Bürgern ausfüllen? Vielen Dank. So, ich darf noch, bevor wir in die Fragerunde eintreten, zwei, drei organisatorische Sachen sagen. Die Anhörung ist anberaumt bis 16 Uhr. Unsere Sitzung wird im Parlamentsfernsehen übertragen und das Protokoll enthält selbstverständlich sämtliche Stellungnahmen, die eingegangen sind und wird in der Gesamtdrucksache mit übersandt. Dann kommen wir jetzt, und zum guten Letzt darf ich noch Herrn Köhn vom BMI heute begrüßen. So, dann kommen wir jetzt zur Fragerunde und beginnen mit Herrn Bernstiel. Ja, zunächst einmal vielen Dank an alle Experten, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute zu diesem wichtigen Thema zu sprechen. Und ich freue mich auch sehr, dass eigentlich durchweg alle Experten gesagt haben, dass das Thema hohe Relevanz hat und dass auch der Staat natürlich eine wichtige Aufgabe bei dem Thema IT-Sicherheit zu erfüllen hat. Ich würde ganz gerne eine Frage an Herrn Baumgart richten. Und zwar, wenn wir über IT-Sicherheit sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Dinge, die der Staat tun kann, sondern vor allen Dingen auch, was können die Bürger und insbesondere Sie als Vertreter der Wirtschaft, was können mittelständische Unternehmen tun? Und insbesondere würde ich Sie bitten, vielleicht mal darauf einzugehen, wie es denn mit dem Thema Awareness für überhaupt Cybersecurity-Fragen in der mittelständischen Wirtschaft aussieht. Denn meines Erachtens gibt es da auch noch sehr viel Aufholbedarf. Könnten Sie vielleicht mal schildern, was aus dieser Perspektive noch zu tun wäre? Dankeschön. Ja, wir bemühen uns ja. Wir sammeln erst die Fragen, weil dann kann jeder von Ihnen antworten auf alle Fragen, die ihm gestellt worden sind. So, dann kommen wir als nächstes zu Herrn Haug. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Landefeld. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, die Erfahrungen, die ECO in Workshops mit Strafverfolgern und Ermittlungsbehörden gemacht haben, zeigen, dass hier noch dringender Informations- und Nachschulungsbedarf besteht. Da würde mich interessieren, in welcher Hinsicht der genau besteht. Das heißt einfach eine Konkretisierung, wo besteht Nachholbedarf und Schulungsbedarf, wie sieht der aus? Und dann habe ich eine Frage an Herrn Rieger. Sie hatten gerade ein paar sehr spannende Ausführungen gemacht, und zwar zu der Frage, dass man gesellschaftlich, also nicht nur in Schulen, sondern in allen Bereichen, aber auch in Schulen, nicht nur Programmieren lernen soll, sondern sicheres Programmieren lernen soll. Das hört sich auch sehr gut an. Da wäre meine Frage jetzt einfach so laienhaft gedacht, würde ich jetzt sagen, gibt es die entsprechenden Ausbilder an den Schulen aktuell genau? Gibt es Personen, und wenn ja, wie viele Personen würden Sie denn zum Beispiel grob in Deutschland einschätzen, die Kompetenzen haben, soweit Kompetenzen haben, dass sie andere auch ausbilden können in sicherem Programmieren? Das heißt, wie würden Sie sich vorstellen, dass so ein Konzept umsetzbar wäre? Dankeschön. Vielen Dank. Ich nehme an, Herr Hartmann. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich möchte entsprechend des Protokolls unserer Anhörung eine Frage an zwei Sachverständige richten. Die Frage soll identisch sein. Und zwar möchte ich einerseits an Herrn Dr. Herpig die Frage stellen, die im Zuge der Weiterentwicklung des IT-Sicherheitsgesetzes, Sie sind jetzt nun auf einzelne Paragraphen nicht eingegangen, das haben Sie in Ihrer Stellungnahme ja auch nochmal deutlich gemacht, gibt es immer wieder den Ruf nach digitalen Gegenschlägen, sogenannten Hackbacks, die Stufe 5 auch in der BMI-Skala. Wie würden Sie, auch wenn das jetzt nicht in den Entwürfen enthalten ist, wie würden Sie das beurteilen, die Sinnhaftigkeit
auch um Frage, wie würden Sie eine Grenze zwischen Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit ziehen? Und wo würden Sie entsprechende rote Linien, sofern Sie das in dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in dem Entwurf betrachtet haben, ziehen? Die gleiche Frage möchte ich an Herrn Schönbohm richten, der ja einerseits mit der entsprechenden Aufgabe betraut ist, unsere Sicherheit auch sicherzustellen, den Stellenaufwuchs erfahren hat. Aber in der Fortentwicklung also, wie würden Sie die Frage der Hackbacks einordnen, was unsere digitale Sicherheit angeht? Herzlichen Dank. So, vielen Dank. Dann Herr Höferlin. Nicht an, jetzt. Danke, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die schriftlichen, aber auch vor allen Dingen für die mündlichen Darlegungen. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständige. Zuerst eine Frage an Herrn Schönbohm. Sie haben auch in Ihrer schriftlichen Darlegung ja beschrieben, dass das BSI eine Beratungsstelle sein soll bei allen möglichen Fragen, auch für Bund, Länder, für die Bürgerschaft gestärkt werden soll, also eine zentrale Stelle werden, finden wir eine sehr gute Sichtweise von sich selbst auf das BSI, weil das können wir uns, glaube ich, alle nur wünschen. Sie haben aber dort auch, und das haben Sie jetzt gerade eben in Ihrer mündlichen Darlegung auch nochmal gesagt, Sie hätten als einzige Bundesbehörde einen klaren gesetzlichen Auftrag zur Cyberabwehr. Das würde mich mal interessieren, wie Sie Cyberabwehr in diesem Zusammenhang genau definieren, weil so habe ich den klaren gesetzlichen Auftrag noch nicht wiedergefunden. Vielleicht haben Sie auch einfach eine Stelle, wo ich nachlesen kann, wo das so klar steht. Das war mir noch nicht so ganz klar. Die zweite Frage geht dann an Herrn Landefeld. Sie haben auch in Ihrer Stellungnahme über die organisatorische Fitness von Sicherheitsbehörden gesprochen und auch über die Notwendigkeit einer unabhängigen Arbeit des BSI. Mich würde interessieren, wie denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Digitalwirtschaft, denn ein BSI mit dieser Aufgabe optimal aufgestellt werden könnte. Eine große Frage ist ja, wie das BSI grundsätzlich angehängt oder nicht angehängt sein soll. Also ist es sozusagen notwendig, dass es an ein Ministerium angehängt ist, oder ist es notwendig, dass es auf keinen Fall an ein Ministerium angehängt wäre, oder falls man ein Ministerium dafür nehmen sollte, auch aufgrund der Beschreibung, die vielleicht Herr Schönbohm ja in seiner mündlichen Stellungnahme gerade eben gesagt hat, für was verschiedene Ministerien er zuarbeitet, für welche Gesetzesprojekte, wo man ihn am besten anhängt, ganz konkret zum Beispiel an ein Digitalministerium. Herzlichen Dank. So, dann Frau Domscheit-Berg. Ich habe zunächst eine Frage an Frau Sova. Es wird ja sehr viel von der Schwachstelle Mensch gesprochen und ich möchte in diesem Zusammenhang auf das Unterthema Cybercrime, nämlich digitale Gewalt, hinweisen, dass also insbesondere Frauen auch sehr oft davon betroffen sind, dass sie Spyware installiert haben auf ihren Geräten und es im Moment für sie sehr wenig Möglichkeiten gibt, dafür Hilfe und Support zu bekommen. Wir haben auch das Thema, dass Doxing zum Beispiel nicht als Cybercrime gewertet wird, etc. Jetzt habe ich in dem Zusammenhang eine Frage: Wie kann man dafür sorgen, dass sich einerseits Bürgerinnen und Bürger besser schützen können vor solchen Angriffen und wie kann andererseits der Staat dazu beitragen, dass sie besser geschützt sind? Ich habe eine zweite Frage, die möchte ich an Herrn Herpich richten, nämlich: Wie sollte eine gesetzliche Regulierung beschaffen sein, mit der man Hersteller von Hard- und Software zwingen kann, für höhere Sicherheitsstandards zu sorgen? Muss man oder kann man einzelne Themenfelder dabei ausnehmen? Und wäre es nicht sinnvoll, wenn man anstelle eines fakultativen Sicherheitslabels, das ja im IT-Sicherheitsgesetz vorgesehen ist, verbindliche Mindestsicherheitsstandards vorschreibt? Zum Beispiel, dass bestimmte Passwörter, die unter den Top 100 der Passwörter vorkommen, einfach nicht zulässig sind. Oder dass es wie Mindesthaltbarkeitsdaten auch Mindestupdate-Pflichten gibt. Wäre es nicht sinnvoll, sowas verpflichtend für alle zu haben? Danke. Ja, vielen Dank. Und dann zum Schluss noch Konstantin von Notz. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen Einlassungen. Ich darf für meine Fraktion sagen, dass wir uns sehr freuen, dass diese Anhörung hier heute stattfindet. Unser Antrag liegt seit einem guten Jahr vor. Es gibt von allen Oppositionsfraktionen inzwischen Anträge zu dem Thema.
Und der Kollege Bernstein hat ja eben gesagt, ist es deutlich geworden bei Ihnen, dass das Thema eine hohe Relevanz hat. Die Frage, die wir uns stellen, ist, ob das auch für die Bundesregierung gilt. Aber ich habe auch zwei Fragen. Die erste geht an den Sachverständigen Rieger. Ich fand es eigentlich ein schönes Bild mit der weißen Fahne. Wenn man die weiße Fahne jetzt nicht hissen will, was wären denn so die drei Dinge, die man jetzt sozusagen unmittelbar dieses Jahr noch von der Platte kriegen muss, um sie nicht hissen zu müssen? Sind das Haftungsfragen oder ganz konkreter Ausbau, Unabhängigstellung des BSI oder einfach so die Top 3? Und meine zweite Frage geht an den Sachverständigen Landefeld. Ob Sie es nicht auch kurios finden? Ich selbst finde ja, das ist eine interessante Debatte um Huawei und finde ja auch, chinesische Konzerne sollte man mal einen Blick drauf werfen und so, was die so zusammenbasteln. Und da braucht es einen Katalog. Das BSI sitzt da ja dran, vor allen Dingen im Auftrag der Bundesregierung. Bin ich sehr gespannt, was da für ein Katalog kommen wird. Aber wir haben ja gleichzeitig irgendwie immer noch den Status quo, dass alle Länder dieser Welt an ihren Glasfaserknotenpunkten, also die Verkehrsdaten ziemlich tutto completo von einigen Schlaufen ableiten und zumindest den gesamten Datenstrom mit Millionen von Selektoren durchforsten. Das ist mal eine Sicherheitslücke. Vor allen Dingen, die gibt es ja nicht nur in Frankfurt, sondern an allen Glasfaserknotenpunkten. So, ja, also bei Huawei Sabotage ist nochmal eine andere Frage, aber wie ist das eigentlich mit diesen Datenabflüssen und Informationsabflüssen, die da stattfinden? Und ist das nicht ein bisschen merkwürdige Diskussion, das eine, wie ich finde, zu Recht zu thematisieren, aber das andere nicht? Und müssten wir nicht eigentlich auch darüber sprechen, was mit diesen Abgriffen ist in dieser Pauschalität, zumindest in den Rechtsstaaten dieser Welt? Und gilt das dann nicht auch für Hintertüren und Ähnliches? Herzlichen Dank. So, dann kommen wir jetzt zur Beantwortung der Fragen und fangen bei Herrn Dr. Baumgart an. Ja, es war die Frage, was kann die Wirtschaft tun? So hatten Sie formuliert, glaube ich. Es gibt nicht einfach so die Wirtschaft, sondern wir müssen einfach sehen, dass insbesondere bei deutschen Großunternehmen, also ich sage mal DAX-Konzernen, dieses Thema schon eine sehr hohe Sensibilität hat. Und dass diese Unternehmen auch Verantwortlichkeiten festgelegt haben und insbesondere auch, wenn sie international tätig sind, ich sag mal, ihre Assets sehr wohl schützen, größtenteils mit den gleichen Maßnahmen wie das BSI, die auch in Sicherheitsinfrastrukturen des Bundes beispielsweise einsetzt und sich hier auch der gleichen Technologie bedienen. Diese Großunternehmen, die ja häufig international tätig sind, haben dann gelegentlich Probleme, dass sie starke Verschlüsselung gerne einsetzen möchten, aber im Ausland, insbesondere auch in Asien oder einigen anderen Ländern, blockiert werden, diese Technik dann einzusetzen, weil man ihre Kommunikationsinfrastrukturen dann gelegentlich einfach abschaltet oder den Betrieb dieser Sicherheitstechnik nicht genehmigt. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Also die Wirtschaft der Großunternehmen, würde ich sagen, ist sehr sensibilisiert im Mittelstand. Und insbesondere bei kleinen Unternehmen ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Hier fehlt zum Teil das Wissen, Aufklärung, Verantwortlichkeit, aber auch eine gewisse Investitionsbereitschaft. Das muss man einfach sagen. Es hat sich im Bereich der Betreiber kritischer Infrastrukturen vor einiger Zeit, und das sind zum Teil auch große Unternehmen, muss ich eigentlich wieder sagen, eine Bereitschaft nach Einführung des IT-Sicherheitsgesetzes, was kritische Infrastrukturbetreiber betrifft, geändert, weil sie müssen. Hier gab es zumindest dann einen verstärkten Anlass, auch zu investieren, und die Notwendigkeit wird nicht mehr diskutiert. Aber das Gegenteil ist eigentlich im Bereich der mittelständischen Wirtschaft und der kleineren Unternehmen. Hier fehlt Aufklärung, hier fehlt wahrscheinlich auch ein gewisser Druck. Und wenn natürlich gibt es da auch
sehr viele Schäden und man weiß gar nicht, was alles für Probleme im eigenen Unternehmen existieren. Aber darüber hinaus, man lebt damit und traut sich nicht zu investieren, weil man glaubt, wirtschaftliche Nachteile eventuell dadurch zu haben. Also hier fehlt einiges an auch Erfahrungen umzusetzen, die man in anderen technischen Bereichen schon seit langem hat. Wenn man technische Anlagen betreibt, gibt es so etwas wie eine Überwachung. Es gibt Sicherheitsmaßnahmen, die Standard sind, die eingeführt werden. Die werden regelmäßig kontrolliert. Das gilt selbst in den Finanzbereichen. Das gilt bei Compliance und vielen anderen Themen. Im Bereich der IT-Sicherheit ist das oder Cybersicherheit ist das für viele einfach nice to have und auf freiwilliger Basis. Und wenn man es nicht macht, passiert demjenigen zunächst mal nichts. Und daher könnte Aufklärung und ich meine auch Nachdruck, wie man es vor Jahren schon immer gehabt hat, wenn man den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat, passierte nichts. Und als das plötzlich 10 D-Mark kostete, vor 40 Jahren hatten wir eine hohe Einschaltquote und die Todesfolgen gingen zurück. Aber das nur ein Beispiel aus den Erfahrungen in der Industrie. Ja. Ja, digitaler Sicherheitsgurt kann man quasi fordern als Minimalmaßnahme, aber auch die Überwachung, gerade schon genannt, dass Maßnahmen umgesetzt werden und entsprechende Kontrollfunktionen haben ja in anderen Bereichen in der Vergangenheit sehr wohl erfolgreich geholfen und können diese Unternehmen natürlich können auch daraus einen wirtschaftlichen Vorteil ziehen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also solche Dinge sind nicht unbedingt ein Nachteil. Man hat es in anderen technologischen Bereichen erlebt, wenn die Sicherheit der Produkte besonders hoch war, kann man daraus auch einen Markterfolg generieren. Ja, vielleicht bis hierhin. Danke. Ja, vielen Dank. Dann Herr Dr. Herpig. Na, vielen Dank für die Fragen. Ich würde zuallererst auf die Frage von Herrn MdB Hartmann eingehen. Also als ein Framing vielleicht zum Anfang. Ich finde es interessant, wir reden hier über ein Stufenmodell des BMI und über einen Referentenentwurf des IT-Sicherheitsgesetzes. Beides übrigens Dokumente, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind vom Ministerium, sondern geleakt worden sind. So, das mal vorweg. Dann die Definition von aktiver Cyberabwehr ist viel größer als nur dieses Stufe-5-Modell. Das heißt, ein Angriff mit eigenen Bots oder anderen Maßnahmen, um einen Angreifer-Server irgendwie auszuschalten. Viele dieser Maßnahmen, die darunter fallen, sind in den Entwürfen zur Harmonisierung des Verfassungsschutzgesetzes, aber auch zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 bereits beinhaltet. Alles so bis unter gleich Stufe 4. Andere Maßnahmen wurden zum Beispiel auch so mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2015 implementiert, dieser sogenannte Walled Garden Approach, dass Telekommunikationsanbieter es ermöglicht wird, dass sie, wenn sie Kenntnis davon haben, dass Rechner, die sich in ihrem Netz bewegen, Bots sind, dass sie die aussperren können, dann wird ihnen eine Webseite angezeigt, sie sind Teil eines Botnetzes, laden sich das runter, sie können sich so desinfizieren, ansonsten kommen sie nicht mehr ins Internet. Alles Maßnahmen, die unter die große Definition aktive Cyberabwehr fallen, teilweise Maßnahmen, die wir schon haben, teilweise welche, die in den Gesetzesvorschlägen sich schon wiederfinden. Die rote Linie für mich jetzt mal so ganz lapidar gesprochen, ist dort, wo es um sehr invasive Eingriffe in die Vertraulichkeit und die Verfügbarkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen in Deutschland geht. Vor allem dann, wenn, wie vorhin schon gesagt, keine Schutzmaßnahmen ausgebaut werden und wir überhaupt keine Ahnung haben, ob wir diese Maßnahmen überhaupt brauchen oder ob die Sicherheitsbehörden schon über andere Befugnisse Möglichkeiten haben, ähnliche Informationen zu erhalten. Bei Stufe 5 kommt es noch mal hinzu, dass mir bisher noch niemand irgendwie darlegen konnte, sinnvoll, wie das zu mehr IT-Sicherheit beitragen soll. Es gibt andere Maßnahmen, die weniger invasiv sind, mit denen das gleiche Level an IT-Sicherheit hergestellt werden kann und der Angriff gegen den Angriff verteidigt werden kann. Von daher würde ich mich darüber freuen, wenn wir da endlich mal eine öffentliche Diskussion darüber haben, aber auch eine nuancierte Definition und Diskussion darüber, weil, wie gesagt, wir sprechen über Dokumente, die geleakt worden sind und über die wir keinen öffentlichen Diskurs haben. Dann zu der Frage, die nicht an mich war, aber ich will ganz kurz darauf eingehen, von Herrn MdB Höferlin, Unabhängigkeit des BSI. Ich glaube, eine Unabhängigkeit oder das Herauslösen des BSI aus dem Innenministerium birgt viele Probleme, die wir noch gar nicht und Herausforderungen, die wir noch gar nicht übersehen können. Deswegen vorhin mein Statement auch eine fachliche Unabhängigkeit. Es gibt da Modelle, es gibt Modelle wie das Statistische Bundesamt, wo das schon geschehen ist. Es gibt aber auch andere Modelle der Unabhängigkeit, wie bei der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Was uns hier wieder fehlt, und das habe ich in meinem Eingangsstatement schon erwähnt, ist eine Strategie. Wir haben gar keine Analyse, welche Modelle es gibt, welche wären sinnvoll, welche wären nicht sinnvoll. Vielleicht kommen wir am Ende dieser Analyse auch dabei raus, dass keine dieser Modelle auf das BSI passen würde. Aber das wissen wir nicht, sofern wir uns damit nicht beschäftigen. Und dann die letzte Frage von MdB Domstadt-Berg. Regulierung für höhere Sicherheitsstandards.
Ich gehe schon davon aus, dass wir höhere Sicherheit, IT-Sicherheit dadurch erreichen, dass wir Standardpasswörter verbieten und einen Update-Schutz einführen. Das muss sich natürlich auch mit den wirtschaftlichen Logiken irgendwie arrangieren. Aber ich glaube, wir fangen auch ganz tiefer an. Wenn wir uns den Referentenentwurf des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 angucken, dann ist das IT-Sicherheitskennzeichen nicht mal verpflichtend, sondern es ist ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen. Das zeigt einfach, wie weit wir entfernt sind von einer Regulierung für Software und Hardware. Was es hier braucht, ist unter anderem die nuancierte Debatte zu Schwachstellen. Das hilft schon mal sehr viel, auch in, vor allem in Hard- und Software, ganz klar. Dazu habe ich an anderer Stelle was gesagt. Aber auch die Stärkung des Verbraucherschutzes und der Aufsichtsbehörden. Laut EU-Regulierung können sie mittlerweile auch schon Bußgelder vergeben. Auch da sollten wir mehr reingucken und die Ressourcen im Bereich Verbraucherschutz aufbauen. Ich glaube, das ist im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auch bereits erwähnt. Das ist ein wichtiger Vorgang, wenn wir uns zum Beispiel angucken. Es gibt die Bundesnetzagentur hat ja dieses Kinderspielzeug mit der Kamera damals aus dem Verkehr ziehen lassen. Ich glaube, das ist etwas, wie es sinnvoll funktionieren kann. Daran sollten wir uns orientieren und ich glaube, das ist der Weg, den wir da gehen können. Dankeschön. So, Herr Dr. Herpig, vielen Dank. Herr Landefeld. Ja, der Reihe nach. Der Herr Bernstiel fragte mich, glaube ich, nach Nachschulungsbedarf für Strafverfolger. Wir betreiben ja als ECO sowohl die Internetbeschwerdestelle als auch wir haben verschiedene Projekte in NRW, zum Beispiel Civicos. Und dort zeigt sich immer wieder, dass die Strafverfolger eigentlich die Zusammenhänge des Internet, was wie funktioniert, welche Dienste wo angesiedelt sind, bei wem welche Daten anfallen, also wer überhaupt welche Durchgriffsmöglichkeiten hat, ich sage mal ganz rudimentär nicht beherrschen. Das haben wir bei Diskussionen mit Europol oder dem BKA nicht so. Die wissen in der Regel, was sie tun, haben ganz gute Fachabteilungen, aber schon bei den Landeskriminalämtern wird es da oft sehr, sehr dünn. Und wenn man aber andererseits eine Zuständigkeit bei der Polizei halt sieht, auch für die Verfolgung hier an der Stelle und es insbesondere auch um Beweissicherung und Ähnliches geht, dann muss doch ein gewisses Basiswissen eigentlich irgendwo vorhanden sein, damit man einfach auch zeitnah die richtigen Sicherungsanträge an die richtigen Stellen stellt, sonst sind Daten im Zweifelsfall schon wieder gelöscht, die man vielleicht noch hätte bekommen können, auch ohne erweiterte Befugnisse oder ohne längere Speicherdauern und ähnliche Geschichten. Und es liegt eigentlich nur daran, dass die zuständigen Stellen gar nicht genau wissen, an wen sie herantreten müssen und in welchem Umfang sie wo Daten bekommen können. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, hier muss dringender Nachschulungsbedarf, dass man eben auch, wenn man eben weitere Verantwortlichkeiten da sieht und auch irgendwie Polizeien dafür verantwortlich macht, Cybersicherheit, also es ist ja durchaus auch so, dass die Polizei weiterhin sich da im Bereich Cybersicherheit auch zuständig sieht, dann muss natürlich auch entsprechende Schulung und dann auch entsprechendes Personal und Ressourcen natürlich zur Verfügung stehen, um das auch irgendwie umsetzen zu können. Dann gab es die Frage nach der Zuständigkeit BSI. Also wir sehen es so, dass für die Funktion des BSI als zentrale Behörde von Cybersicherheit, wenn es in dem Bereich weiter ausgebaut wird, tatsächlich eine Klarstellung erfolgen muss, dass das BSI unabhängig von den Erwägungen anderer Stellen, anderer Sicherheitsbehörden arbeiten kann und auch ausschließlich der Verbesserung der Sicherheit von IT-Systemen und Netzen verpflichtet ist. Das sehen wir in einer Organisation innerhalb des BMI als sehr, sehr schwierig gegeben an. Wenn wir in Zukunft als Netzbetreiber dort unsere Software zertifizieren lassen müssen, unsere Betriebssoftware, unsere Hardware zertifizieren lassen müssen, also immer ein permanenter Einblick, nicht nur in die verwendete Software, in die verwendeten Systeme, in Schwachstellen von den Systemen und Ähnlichem existiert und dann eine Weitergabe, zum Beispiel an eine CITES, die im gleichen Geschäftsbereich irgendwo läuft, erfolgen würde oder müsste, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und dann ist man als Netzbetreiber wahrscheinlich auch nicht wirklich bereit, da eine Zusammenarbeit zu machen. Es ist auch Stand heute nicht so, dass die Zuständigkeit tatsächlich alleine beim BSI ist. Die Sicherheitskonzepte der Netzbetreiber werden mit der Bundesnetzagentur momentan abgestimmt. Und dort werden auch die Vorgaben gemacht. Auch die Meldepflicht läuft primär Richtung Bundesnetzagentur. Und von daher gibt es sowieso schon Doppelzuständigkeiten. Die Frage, wenn man das an eine Stelle packt, sollte man das wahrscheinlich an eine neutrale Stelle tun. Wo das dann genau ist, müsste man gucken. Es müsste halt ein Ministerium sein, das dann auch entsprechende Kompetenzen hat für Digitalisierung. Ob jetzt ein Vorschlag eines Ministeriums für Digitalisierung oder sowas Ähnliches je zum Tragen kommt, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Es hat auch damit eigentlich wenig zu tun. Wir sind als Netzbetreiber auf jeden Fall mit dem BMWi in der Vergangenheit gut gefahren. Lassen wir so ausdrücken.
Dann gab es noch eine Frage vom Herrn von Notz zur Einordnung Huawei. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Tatsächlich ist es so, dass es ja hier mehr um eine politische Diskussion gibt. Huawei ist Stand heute der Netzbetreiber, der die transparentesten Prozeduren hat, der seine Software schon auditen lässt von den Betreibern, die es haben, der ein eigenes Sicherheitszentrum bei den Betreibern aufbaut und auch individuell die Software immer zusammenstellt, nur aus den Modulen, die man braucht. Wenn ich jetzt sage, andere Netzbetreiber aus anderen Ländern haben genau die gleichen rechtlichen Vorschriften, das ist so, dann könnte natürlich theoretisch die gleiche Sicherheitslücke überall existieren. Das hilft aber alles nichts, wenn sie umgangen wird durch administrative oder rechtliche Vorgaben, wo es heißt, naja, egal ob euer Netz jetzt sicher ist oder nicht, aber ihr leitet Daten einfach mal aus. Ja, da brauche ich dann keine Schwachstelle, da habe ich die rechtliche Verpflichtung. Im Prinzip ist es bei Huawei ja ähnlich, man sagt, hier ist eine rechtliche Verpflichtung und ihr müsst überhaupt keine Schwachstelle in eurer Software, muss keine einzige Schwachstelle drin sein. Das Netzteam oder der Betreiber bzw. der Hersteller soll vom anderen Ende der Welt für eine Ausleitung sorgen, in Kenntnis dessen, dass er vielleicht irgendwelche Accounts oder was in seiner Software hat. Ist es dann eine Schwachstelle? Gute Frage. Aber es unterscheidet sich eigentlich nicht davon, dass ich als Netzbetreiber eine Ausleitung vornehmen muss, auf Basis vielleicht meiner eigenen rechtlichen Grundlage. Das ist eigentlich eine Diskussion über politische Einflussbereiche und über was, wer darf was, welche Daten kriege ich vielleicht in den Zugriff. Da brauchen wir eine gesellschaftliche Diskussion, was zulässig ist, wann das überbordend ist. So Diskussionen, wie wir sie jetzt momentan mit dem neuen Verfassungsschutzgesetz sehen, wo dann auf einmal Zugriffsmöglichkeiten auch im Inland entstehen auf Daten und damit im Prinzip eine Legitimierung von der Inlandsausleitung, die ja auch stattfindet, irgendwo stattfinden würde. Das hilft dann natürlich nicht. So, dann Herr Rieger, bitte. Ja, die erste Frage war nach der Frage, wie macht man sicheres Programmieren, Ausbilden? Es ist relativ einfach, man schafft Lehrmaterial dafür. Es ist kein Hexenwerk, es ist ein Handwerk. Also es handelt sich genau um ein Handwerk, wie wenn Sie Buchhaltung lernen. Das heißt, mit entsprechenden Lehrmaterialien und deren Schaffung sollte einfach passieren, zentral gefördert werden und so strukturiert sein, dass sie auch von allen Institutionen frei verwendet werden können, kann man dieses Problem sehr effizient angehen. So, also es ist halt aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, und wir sind relativ viel in den Schulen unterwegs und bringen Kindern Programmieren bei, ist es sehr einfach. Also sobald die einmal verstanden haben, wie ein Buffer Overflow funktioniert oder wie man Stack Exploit schreibt, ist das Prinzip dessen, was da passieren kann, in den Köpfen drin, und ab da macht man sich da Gedanken drüber, wie man seine Software baut. Das heißt also, die Hürde ist nicht besonders groß, man braucht dafür nur Lehrmaterial, das allgemein verfügbar ist und von hoher Qualität und ganz wichtig in den Programmiersprachen, die benutzt werden an den verschiedenen Institutionen fürs Lehren von Programmieren generell. Die Frage nach den unmittelbaren Handlungsoptionen. Mit drei komme ich nicht aus. Also ich denke, wir sollten aufhören, an den Symptomen rumzudoktern. Also was wir momentan haben, ist halt gerade in dem Referentenentwurf jetzt zum IT-Sicherheitsgesetz, ist wieder dieser Versuch drin, zu sagen, okay, wir versuchen irgendwie mit dem Darknet, was auch immer das sein soll, irgendwie umzugehen und das irgendwie strafbarer zu machen, das Darknet zu benutzen, in der vagen Hoffnung, dass es irgendwie dazu führen würde, dass die IT-Sicherheit steigen würde. Der kausale Zusammenhang ist nicht so richtig erschließlich. So, die Verfügbarkeit von Angriffswerkzeugen hat nicht unbedingt damit zu tun, ob Leute halt in der Lage sind, einen Tor-Browser zu benutzen. So, das ist halt ein völlig disjunktes Problem. Sobald man aber anfängt, solche Dinge da reinzuschreiben, hat man einen Großteil der IT-Sicherheitsforscher einfach schlicht gegen sich. Und wir sind in einer Situation, wo wir nicht, sagen wir mal, von der Seite der Politik es brauchen können, dass Leute, deren Expertise wir dringend brauchen, um die Probleme zu lösen, eher da sich antagonistisch behandelt fühlen. Das Zweite hatte ich schon erwähnt, wir brauchen ein Förderprogramm für sichere Software. Das muss groß sein. Wir müssen ganz viele verschiedene Komponenten, die heute überall in verschiedenen Betriebssystemen, in verschiedenen Software-Systemen verwendet werden, neu schreiben in sicheren Programmiersprachen, sodass sie auditiert werden können und das Audit dafür bezahlen. Wir werden da nicht umhinkommen, die Wirtschaft wird es von alleine nicht machen, oder wenn, dann nur die Großkonzerne wie Google und Microsoft, wo wir dann halt hinterher nicht wirklich einen Einblick darin haben, was da passiert. Die Einrichtung von Strukturen für eine dynamische Zertifizierung von IT-Sicherheit, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist eine Sache, die man sehr kurzfristig angehen kann. Also wir haben im Bereich Kritis
zum Teil positive Erfahrungen mit diesen branchenspezifischen Sicherheitsanforderungen. Und dieses Prinzip auszudehnen und zu sagen, wir versuchen möglichst mit allen Teilen der Industrie ins Gespräch zu kommen und zum Beispiel beim BSI oder auch bei einer unabhängigen Institution halt entsprechende Institutionen zu schaffen, wo sich diese Branchen darauf festlegen, was der Minimalstandard an IT-Sicherheit ist, den sie fahren, ist eine Sache, die man relativ schnell in die Wege leiten kann. Da gibt es eigentlich keine großen Hürden. Ein auch kurzfristig machbares Projekt wäre das Labeling von IT-Produkten. In dem Augenblick, wo da Internet drin ist, muss da eigentlich ein Label drauf, wie bei einer Waschmaschine, wo drauf steht, okay, Update gibt es bis in 3 Jahren und zwar alle 3 Monate. Und dann kann ich mich tatsächlich darauf verlassen als Verbraucher, dass eine Marktdynamik zugunsten von IT-Sicherheit entsteht. So, und wir haben halt das Problem, dass bei der Router-TR, das war so der erste Versuch, in diese Richtung zu gehen, es natürlich einen massiven Widerstand aus der Industrie gab. Das hat niemanden aus der Branche groß überrascht, weil was da plötzlich passiert ist, dass die Hersteller die Lebenszykluskosten eines Produktes plötzlich anfangen müssen zu kalkulieren. Die müssen plötzlich sagen, so, okay, ich muss diese Kiste, die ich hier gerade für 100 Euro im Mediamarkt verkauft habe, auch noch die nächsten 3 Jahre warten. Plötzlich kostet die 150. So, aber alles andere ist unehrlich. Ne? Alles andere ist halt einfach nur Augenwischerei. Und so ein Label verpflichtend zu machen, einfach nur die Information, wie lange gibt es Updates und wie oft kommen die, ne? Ist eine einfache Sache, wo eigentlich auch niemand wirklich ernsthaft gegen argumentieren kann. Deswegen denke ich, das ist ein kurzfristig umsetzbares Projekt. Das ist natürlich der Einstieg in eine Produkthaftungsdiskussion. Und die muss man jetzt mal anfangen. Die wird natürlich die ganze Industrie in eine Schockstarre versetzen, weil sie bisher nicht gewohnt ist, irgendwie über Haftung nachzudenken. Aber wir brauchen tatsächlich Haftungsregelungen in der Zukunft. Und auch kurzfristig machbar ist tatsächlich die Vertrauenswürdigkeit des BSI zu erhalten oder wiederherzustellen, indem man es nicht mit Aufgaben betraut, die Dienstleistungen für die Strafverfolger sind. Vielen Dank. So, dann Herr Schönbohm, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte 2 Fragen. Einmal Herr Hartmann zum Thema Frage Hackback und Notwendigkeit. Das BSI ist ja zuständig für den Schutz der Netze. Ich werde gleich Herrn Höferli noch sagen, wo ich das genau gefunden habe, in meiner Schnellrecherche. Und ja, ich glaube in der Tat, dass es notwendig ist, dass wir dort etwas haben. Allein, dass man die Möglichkeit hat, wer was wie im Einzelnen macht. Ich denke, da gibt es zurzeit eine Vielzahl von verschiedensten Diskussionen in den entsprechenden Gremien, die man dann da auch entsprechend nicht öffentlich führt, sondern geheim führt. Und wenn es dann soweit ist, wird man, glaube ich, auch mit den Punkten dann in das Parlament oder in die entsprechenden Gremien gehen. Aber das ist für uns natürlich als BSI, als nachgeordnete Behörde dort nicht so sehr das Thema. Aber ja, in der Tat, ich glaube, dass so etwas notwendig ist, alleine, dass man die Möglichkeit hat. Höferlin, Sie hatten die Frage gestellt, gesetzlicher Auftrag zum Thema der Cyberabwehr. Das ist für mich, habe ich jetzt schnell recherchiert, habe ich gefunden, in 2 Punkten, Paragraph 1 BSI-Gesetz. Der Bund unterhält ein Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, Bundesamt als Bundesoberbehörde. Das Bundesamt ist zuständig für die Informationssicherheit auf nationaler Ebene. Dann die Begriffsbestimmung danach sagt, dass es Informationstechnik im Sinne des Gesetzes umfasst alle technischen Mittel zur Verarbeitung und Übertragung von Informationen. Und dann von entscheidender Bedeutung ist dann der Paragraph 3, 1.1. Dort heißt es, das Bundesamt fördert die Sicherheit der Informationstechnik in Ordnung. Und dann, hierzu nimmt es folgende Aufgabe wahr, und das ist dann der erste Satz, Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Informationstechnik des Bundes. Und daraus leiten wir natürlich ab, dass das der gesetzliche Auftrag ist für die Cyberabwehr, für die Cybersicherheit der Bundesverwaltung und der Bundesregierung. So. Ah, das ist das, ich verstehe immer das, was im Gesetz drin dort steht. Ich bin ja kein Jurist, aber dort ist ja die, kann ich gerne vorlesen, die Begriffsbestimmung vom Paragraphen 2, das ist das, was wir darunter auch verstehen. Und abschließend in der Runde Frau Dr. Sova. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dobschal-Berg, für die Frage nach Schwachstelle Mensch und nach der digitalen Gewalt. Zuerst haben wir die Möglichkeit, auch die Menschen, die sehr jung sind, auch auf die Nutzung neuer Medien vorzubereiten oder überhaupt an die Konfrontation mit den
mit dem Internet vorzubereiten, indem wir in die Schulen bestimmte Arten von Ausbildung reinbringen. Gesellschaft für Informatik hat zum Beispiel ein Curriculum erstellt für ein Schulfach Informatik. Und das ist unbedingt von anderen Konzepten wie Coding oder Programmieren in den Schulen zu unterscheiden, denn Informatik als Fach umfasst nicht nur technische, informationstechnische Kenntnisse, aber auch gesellschaftliche, philosophische Teile von künstlicher Intelligenz etc., die den Umgang mit den Medien und mit der Technologie ermöglichen. Das ist besonders wichtig jetzt, weil wir uns immer weiter von der Technologie entfernen. Wir können die meisten Geräte, die wir heute nutzen, nicht mal auseinanderbauen. Wir kennen ihre Funktionsweise nicht. Wir können das Akku in dem Smartphone nicht wechseln. Und es ist möglich, uns dieses Wissen, diese Gewalt wieder über die Technologie zurückzuholen, indem wir das Know-how wieder den Menschen zurückgeben. Ein Konzept, mit dem man sich auch sehr gut anfreunden kann, ist die Medienkompetenz. Medienkompetenz umfasst nicht nur die technischen informationstechnischen Aspekte, aber betrachtet auch Umgang mit den Medien und kritischen Umgang mit den Medien insbesondere. Sollen nicht nur rationales Denken, vernünftiges Denken, Skeptizismus vermittelt werden. Es ist interessanterweise nicht nur mit dem Fokus politischer Inhalte wichtig, indem es gerade verstärkt diskutiert wird. Es ist aber ebenfalls genauso wichtig, wenn wir über Produktinformationen sprechen, über Werbung. Auch da ist eine skeptische Einstellung oder eine kritische Validierung sehr, sehr wichtig, gerade was die Sicherheit betrifft. Neben diesen Konzepten haben wir auch noch die Möglichkeit auf Quick Wins, auf technische Lösungen zurückzugreifen. Anlässlich der Diskussion über das Thema Stalking und individuelle private Spionage hat sich kurzfristig das Sicherheitsunternehmen Kaspersky dazu entschlossen, die eigene Antivirus-Software aufzurüsten und um neue Red Flags zu ergänzen. Das heißt, es ist möglich und es wird auch jetzt als Warning ausgewiesen, Spionage-Software oder Stalking-Software zu erkennen und den Nutzer zu warnen. Was kann dabei Politik machen? Sie muss sich ganz klar positionieren, ob sie selbst solche Mittel verwenden möchte. Ich spreche hier von Mitteln wie verdeckte Spionage oder Bundestrojaner ist, glaube ich, das Stichwort. Denn so ein Kaspersky-Antivirus-App wird dann vermutlich auch den Stadttrojaner erkennen. Und dann wollen wir auch nicht eine Situation erleben, in der die Bundesregierung Nutzung von Kaspersky-Software verbietet, weil sie dann ihre eigene Software nicht zu Spionagezwecken einsetzen kann. Eine andere Möglichkeit, eine andere schnell umsetzbare Möglichkeit, wo auch Stadt sich beteiligen müsste, wenn man denn es so möchte, ist im Kontext zum Beispiel von Netz.dg, wo auch Hate Speech oder Hasssprache bekämpft werden sollte, wurden zum Beispiel Online-Games ausgeschlossen. Online-Games geben, besonders die Chats darin, geben viele Möglichkeiten auch für Angriffe von jungen Menschen insbesondere, aber auch im Bereich Terrorismus. Es ist mir noch nicht ganz klar, warum aus dem Wirkungsgrad des Netz.dg ausgeschlossen. Hier wäre die Möglichkeit zum Beispiel auch, das ist eine Idee von Berliner Kriminologen Thomas Rüdiger, der sagt, man kann eine Polizeidienststelle direkt in dem Spiel einrichten. Da ist die Hürde von einem Menschen, sich direkt im Rahmen eines Spiels zu bewegen und dort einen Stalker oder einen Belästiger zu melden, viel, viel niedriger als dann in eine Offline-Welt nochmal auszutreten und zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu erstatten. Das sind so Konzepte, die aktuell schnell umsetzbar und diskutiert werden. So, vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir in die zweite Runde kommen, habe ich noch einen Hinweis fürs Protokoll zu machen. Ich habe in der letzten Obleuterunde für alle Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses eine Übersicht über alle hier beschlossenen und durchgeführten und noch durchzuführenden Anhörungen verteilt. Ich weiß nicht, ob Sie in allen Büros eingegangen sind. Ich empfehle aber mal den Blick in diese Liste. Wir haben den Antrag zur Anhörung des Antrags der Grünen am 12.12. erhalten, beziehungsweise da ist er beschlossen worden.
Wir haben ihn davor erst erhalten. Wir haben die beiden anderen Anträge, eine Anhörung durchzuführen, am 15.03. dieses Jahres erhalten, am 20.03. beschlossen. Wir führen am 8.04. die Anhörung durch. Wir haben seit Beginn des Jahres 8 Sitzungswochen gehabt und von diesen 8 Sitzungswochen in 6 Sitzungswochen Anhörungen durchgeführt. Wir haben seit Beginn dieses Ausschusses 17 Anhörungen beschlossen und wir haben nur noch eine einzige Anhörung offen, die wir dann in der nächsten Maiwoche absolvieren werden. So, dann kommen wir jetzt in die nächste Fragerunde. Und mit Blick auf die Uhr, wir haben noch 45 Minuten, können wir auch noch mal so verfahren wie in der ersten Fragerunde. Und dann bitte Herr Bernstiel. Ja, jetzt hätte ich gerne eine Frage an Herrn Schönbohm. Und zwar haben wir hier jetzt schon oft diskutiert über das IT-Sicherheitskennzeichen, was vorgesehen ist im zweiten IT-Sicherheitsgesetz und über die Wirksamkeit der Freiwilligkeit und der Verbindlichkeit. Mich würde einfach mal interessieren, Herr Schönbohm, ob Sie noch mal ausführen könnten, was konkret mit diesem IT-Sicherheitskennzeichen verbunden ist, wie es dann funktionieren soll und auch noch mal vielleicht zu dieser Frage, die ja immer wieder diskutiert wurde, der angeblichen Unabhängigkeit des BSI, also dieses Misstrauen, was hier teilweise dem BSI gegenüber geäußert wird, das teilen wir natürlich nicht. Und vielleicht können Sie da auch noch mal sagen, wie Sie sich das nachher in der Praxis vorstellen, dass Sie einfach noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und in dem Zusammenhang auch noch mal darauf eingehen, auf diese Dynamik, die ja gefordert wurde, dass gesagt wurde, es gibt jetzt nicht ein starres Zertifikat, das ist dann das Produkt einmal zertifiziert und dann bleibt das so. Meines Wissens ist es ja so, dass dann eine regelmäßige Prüfung auch stattfinden soll. Da würde ich mich freuen, wenn Sie dazu noch mal was sagen können. Dankeschön. So, Herr Haug. Dankeschön. Ich habe auch eine Frage an Herrn Schönbohm, und zwar einfach noch mal eine konkretisierende Frage. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, die Anzahl und Qualität der Cyberangriffe auf staatliche und zivile Ziele nimmt eklatant zu und berichten dann von circa 390.000 neuen Varianten von Schadprogrammen pro Tag. Da wäre einfach meine grundsätzliche Frage, wo denn der Schwerpunkt der Angriffe liegt? Das heißt, so etwa aufgeschlüsselt, was die Ziele und die Angreifer sind. Dankeschön. So, Herr Haug, vielen Dank. Dann kommen wir zur SPD. Frau Esken. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will zunächst kommentieren, dass ich sehr froh bin, dass ich von verschiedener Seite gehört habe, dass die IT-Sicherheit als staatliche Aufgabe verstanden werden sollte. Diese Ansicht teile ich. Deshalb sind widersprüchliche Vorgehensweisen oder widersprüchliche Haltungen des Staates da auch relativ problematisch. Und auch wir plädieren für eine strikt defensive Ausrichtung der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Sichere Vorgehensweisen wie beispielsweise Verschlüsselung oder Anonymität dürfen eben nicht kriminalisiert werden. Jetzt habe ich eine Frage an Herrn Herpig. Herr Herpig, wie beurteilen Sie die Vorschläge und neuen Kompetenzen und Eingriffsbefugnisse im Entwurf des BMI in Bezug auf BV und BND und auf der einen und auf der anderen Seite im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in Bezug auf das Trennungsgebot zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit, sowie mit Blick auf die immer wieder angemahnte und nie wirklich dargelegte Gesamtschau der Überwachung. Sie hatten auch angeregt, die müsste dann tatsächlich mal erstellt werden. Wer hätte denn möglicherweise den Auftrag, diese zu erstellen? Und meine andere Frage geht an Herrn Köhn. Herr Köhn, Herr Herpig hat gesagt, Deutschland sei bei der IT-Sicherheitsstrategie unfähig. Das ist ja eine herbe. Also der Herr Köhn antwortet hier heute nicht. Wir haben eine Sachverständigenanhörung und ich glaube, dass es Kollegen gibt, die auch Herrn Köhn heute nicht als Sachverständigen betrachten. Insofern bitte ich Sie, Ihre Fragen auch an den Sachverständigen zu stellen. Aber grundsätzlich ist die Bundesregierung anwesend, um Fragen zu beantworten zu können. Wir machen. Sachverständig ist er auf jeden Fall. Das würde ich auch unbedingt unterstreichen, Herr Köhn. Er hat ja auch genickt. Ja. Also es ist nicht, Herr Köhn ist nicht hier, um Fragen zu beantworten. Das können wir in der Ausschusssitzung unter einem eigenen Tagesordnungspunkt machen, aber wir erweitern jetzt hier nicht die Anhörung. So, die zweite Frage geht an welchen Sachverständigen? Dann geht die zweite Frage auch an Herrn Herpig. Herr Herpig, Sie hatten ausgeführt, Deutschland sei bei der IT-Sicherheit strategieunfähig. Sie haben uns ja diese wunderbare Übersicht der Akteure gefertigt, die bei weitem nicht vollständig ist, auch wenn auch sehr hilfreich. Wer hat denn nun im Sinne dieser Vielfalt der Akteure in der fehlenden Strategien den Hut auf? Sie hatten die Frage gestellt, was macht der Cybersicherheitsrat Deutschland? Da meinten Sie sicher nicht den e.V. Von dem anderen habe ich tatsächlich auch lange nichts mehr gehört. Und worin zeigt sich die Arbeit des Cyberabwehrzentrums?
ist da von dem Upgrade auf das Cyberabwehrzentrum Plus tatsächlich zu erwarten, dass die Zusammenarbeit besser klappt? Oder ist nicht vielmehr das BSI die eine zentrale Cybersicherheitsbehörde und benötigt, wie andere auch schon ausgeführt haben, für diese gesamtgesellschaftlich relevante Arbeit die Unabhängigkeit? So, dann blicke ich jetzt zu Herrn Höferlin. Danke, Frau Vorsitzende, dass Sie zu mir blicken. Wir hatten es auch schon in Anhörungen, dass die Bundesregierung sich geäußert hat gegen den Protest der Kollegen hier. Also vielleicht sollte man auch eine einheitliche Regelung finden und nicht nur dann, wenn es passend ist, die Bundesregierung in Anhörungen was sagen lassen. Ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Dr. Herpig, und zwar im Anschluss an das, was Frau Esken gerade schon gesagt hat. Vielleicht noch mal auf den Föderalismus in unserem Land und die Frage, wer hat welche Befugnisse im Bereich Prävention. Also soll das nationale Cyberabwehrzentrum, wie soll das da sozusagen geregelt sein aus Ihrer Sicht? Wo gibt es die Herausforderungen, gerade bei einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Bund und Ländern im Bereich IT-Sicherheit oder dann auch im Bereich der Abwehrmaßnahmen dort? Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen ausholen. Und die zweite Frage an Herrn Rieger. Es war gerade eben schon angeklungen, die Frage der Erkennung von Sicherheitslücken in der Sicherheitsforschung. Ich hatte bisher immer den Eindruck, es gäbe viele gute Argumente, die bestehende Gesetzeslage zu Hackerparagraphen etc. endlich mal so zu machen, dass Sicherheitsforschung ordentlich arbeiten kann. Jetzt ist im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 Entwurf im Prinzip eine Verschärfung drin. Was bedeutet das eigentlich genau für Sicherheitsforschung in Deutschland, wenn wir sozusagen Werkzeuge, um Sicherheitsforschung durchzuführen, um Sicherheit herzustellen, um die Möglichkeit zu schaffen, Lücken zu entdecken, allein schon die Werkzeuge oder die Benutzung der Werkzeuge unter Strafe stellen? Und was sind Alternativen, die besser funktionieren, vielleicht auch für Whitehacker? Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Domscheit-Berg, bitte. Ja, ich habe zunächst eine Frage an Frau Sova. Ein sehr wichtiges Thema, Unterthema zu dem heutigen Thema, ist das ganze Feld der Kryptographie. Uns wurde von der Bundesregierung in ihrer Cybersicherheitsstrategie 2016 auch versprochen, dass das ein eigenes und natürlich wahnsinnig wichtiges Handlungsfeld sein soll. Ich wüsste jetzt gerne von Ihnen, wie bewerten Sie die Fortschritte, die zu diesem Thema seitdem passiert sind? Insbesondere auch was benachbarte Politikfelder angeht, also zum Beispiel die Entwicklung digitaler Verwaltung. Was macht man da? Kann man verschlüsselt kommunizieren mit Behörden? Tut man da genug? Und was muss man eigentlich machen, um kryptografische Verfahren besser zu etablieren und zu fördern? Meine zweite Frage geht an Herrn Rieger und hat also zu tun mit einer Sache, die Sie gesagt haben, nämlich dass IT-Sicherheit in der IT-Sicherheit Verteidigung und Angriff nicht miteinander verbunden werden sollten. Das findet natürlich in gewisser Weise tatsächlich aber statt. Wir haben die CITES als Hackeragentur auf dem Gelände der Bundeswehr. Wir haben eine Cyberagentur, die von dem Bundesverteidigungsministerium finanziert wird, im Übrigen als GmbH gegründet und damit einer parlamentarischen Kontrolle vollständig entzogen. Wir haben selbst einen Präsident des BSI, Herrn Schönbohm, der ja auch hier sitzt, der von der Sinnhaftigkeit aktiver Cyberabwehr spricht. Und wir haben Stellenausschreibungen, wo Stellen bei Hackeragenturen, staatliche Hackeragenturen wie CITES, besser besoldet sind als die zum Beispiel beim BSI selbst, wenn sie vergleichbar sind. Also wie bewerten Sie die Konsequenzen in Hinsicht auf sowieso knappe Ressourcen? Was heißt das für Verteidigung, wenn die besser bezahlten in der Hacker, im Hackerbereich des Staates sind? Welche Risiken ergeben sich für unser aller Sicherheit, auch in Bezug auf eine mangelhafte Möglichkeit der Attribuierung und potenzielle Eskalationen? So, und den Schluss in der Runde macht Herr von Notz. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Wir haben eben, glaube ich, ein kleines Missverständnis gehabt. Ich bezog mich mit dem ein Jahr auf das Alter unseres Antrages. Der ist gerade ein Jahr alt geworden. Der Antrag auf, ja genau, der Antrag auf diese Anhörung, der ist erst ein paar Monate alt. Also noch relativ frisch. Ich habe zwei Fragen noch. Das erste geht an Herrn Rieger, bezieht sich auch so ein bisschen auf, sagen, was kann man machen, was relativ schlicht ist. Die Bundesregierung hat ja, ich weiß gar nicht, ob das der alte GroKo-Vertrag ist oder der neue, diese lustige kleine Phase da drin stehen, oder das BMI kommuniziert das zumindest immer noch so, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Und das kommt ja auch tatsächlich so ein bisschen zum Ausdruck. Also bei der E-Mail hat man nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gemacht.
hätte was werden können mit der E-Mail, hat man nicht gemacht, ist jetzt nichts geworden. Was ist, Saskia, ist hier langweilig oder? Nee. Ja, so, und deswegen, wo könnte man denn, wie könnte man das denn klar gesetzlich entscheiden, dass man hier nicht CITES füttert mit viel Geld, dass man mit Quantencomputern Verschlüsselung hackt, sondern dass Verschlüsselung tatsächlich was gilt. Das andere geht an Herrn Schönbohm, die Frage. Sie haben ja eben sehr wortreich Ihre Behörde beworben. Jetzt stehen Sie aber doch im Weisungsstrang des BMI. Deswegen, ich frage Sie jetzt mal zugespitzt, Herr Präsident, Ihren Sprechzettel hier für die Anhörung, da guckt aber das BMI nicht vorher drüber, was Sie hier sagen, weil wir so fein unterscheiden. Also Sie wissen ja, ich kämpfe sehr hart für Ihre Unabhängigkeit, aber es würde natürlich helfen, wenn Sie als Präsident da auch mal Stellung beziehen, denn das wäre tatsächlich ein wichtiger Baustein. Vielen Dank. So, die letzte Frage war dann, ob das BMI auf seinen Sprechzettel schaut. Habe ich das richtig verstanden? So, dann fangen wir jetzt mit der Beantwortung an, in umgekehrter Reihenfolge, dieses Mal mit Frau Dr. Sova, bitte. Vielen Dank, Frau Domscheit-Berg, für die Frage zur Kryptographie. Es ist hauptsächlich Fortschritt im wissenschaftlichen Bereich zu erkennen, nicht in dem Nutzungsbereich. Dort haben wir gerade auf der europäischen Ebene läuft ein mehrjähriges Programm zur Postquantum-Kryptographie, wo nach Verfahren, nach Methoden recherchiert wird, unter anderem in der Führung von einer deutschen Wissenschaftlerin, Professor Tanja Lange, nach Verfahren, die auch wenn wir in der Zukunft, vielleicht in der nahen Zukunft, das wissen wir nicht, einen Quantencomputer, einen sehr schnellen Computer zur Verfügung haben, dennoch sichere Verschlüsselungsverfahren, sichere Kryptographie verwenden können. Unabhängig davon, jetzt, was die Europäische Union in den letzten Jahren gefördert hat, hat das Forschungsministerium ebenfalls, glaube ich, in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, auch ein Forschungsprojekt ausgerufen, auch zum Thema Postquantum-Kryptographie. Das Problem ist allerdings, dass in diesem Programm Forscher, auch deutsche Forscher, die nicht in Deutschland forschen, und das sind viele, auf diesem Gebiet nicht an den Programmen teilnehmen dürfen. Also zum Beispiel Frau Professor Tanja Lange wird mit Auslauf von ihrem Programm auch in Deutschland an dem Forschungsprogramm Postquantum-Kryptographie vermutlich nicht weiter mitwirken können. Was die Nutzung wiederum betrifft, haben wir hier das Spannungsfeld tatsächlich, wie Frau Notz sagte, Sicherheit durch Verschlüsselung oder Unsicherheit durch Verschlüsselung auf einer Seite. Ist das der Bürger, der seine Anonymität, seine Kommunikation vertraulich behandeln möchte, anonym behandeln möchte? Auf der anderen den Staat, der durch Auswertung von Kommunikation nach bestimmten Mustern suchen möchte und eventuell kriminelle oder terroristische Handlung aufdecken möchte. Und das sind, glaube ich, zwei konträre Trends, die dazu führen, dass es keinen richtigen Fortschritt auf diesem Gebiet gibt. Wir haben immer noch die alten Methoden, die in den 90er Jahren entwickelt worden ist. Ich habe schon PGP erwähnt, als eine der wenigen weit verbreiteten Verschlüsselungsmethoden für E-Mail-Kommunikation. Und wenn Lösungen gefunden werden, dann dienen die meisten nur einer kleinen Organisation. Das heißt, es ist möglich, verschlüsselt innerhalb von einer Behörde, innerhalb von einem Unternehmen zu kommunizieren. Wenn es aber dazu kommt, mit den Bürgern verschlüsselt zu kommunizieren oder mit den Kunden, das geht auch zwischen den Partnern, wenn die Unternehmen mit externen juristischen Kanzleien kommunizieren, sind sie nicht in der Lage, ihre Kommunikation kryptografisch zu sichern, zu verschlüsseln. Und da ist vermutlich außer in der Forschung auch tatsächlich mehr Unterstützung für allgemeine Lösungen notwendig, damit sich vielleicht auch im Rahmen von Private-Public Partnership in den Lösungen wie PGP allgemein zugänglich auch über die Grenzen hinweg gefördert werden können. Vielen Dank. Dankeschön. Dann kommen wir nunmehr zu Herrn Schönbohm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dr. Bentsch hat gefragt nach dem Thema IT-Sicherheitskennzeichen, ob ich das noch mal ein bisschen erklären kann. Es geht ja hier darum, dass wir ein IT-Sicherheitskennzeichen besteht aus einer Herstellererklärung. Das ist ja eines der Themen, Herr Rieger, wobei wir auch beisammen mit dem Chaos Computer Club damals intensiv gesprochen haben, gerungen haben auch, um das einzuführen, dementsprechend für die Router aufgrund des Vorfalls der Deutschen Telekom.
Und das wird ergänzt um eine sogenannte dynamische BSI-Sicherheitsinformation per QR-Code oder so, so dass man später erkennen kann, wird denn mein Produkt auch dementsprechend noch geschützt. Und ich teile dort die Einschätzung von Herrn Rieger absolut. Es kann nicht angehen, dass Sie eine Waschmaschine oder andere Produkte dementsprechend kaufen. Sie bekommen eine sehr detaillierte Information, wie hoch ist der Stromverbrauch und andere Dinge. Aber wie sicher soll ist das Thema der Informationssicherheit und wie lange werden dann dort auch dementsprechend die Software und andere Punkte dementsprechend gewartet, Update zur Verfügung gestellt, ist nicht ersichtlich. Und genau dieser Lücke soll eben das entsprechend das freiwillige IT-Sicherheitskennzeichen dem entgegenwirken. Und das soll eben nicht starr sein, sondern soll auch dementsprechend flexibel überprüft werden. Herr Dr. Bertschel, Sie haben noch gefragt nach dem Thema Unabhängigkeit des BSI. Da werde ich leider darauf antworten, im Zusammenhang mit der Frage von Herrn, ich soll ja Stellung beziehen, habe ich verstanden, was ja ein militärischer Ausdruck schon fast ist hier, um dann das da zu beantworten. Herr Haug hatte die Frage gestellt, Schwerpunkt der Angriffe nach Zielen und Angriffen letzten Endes. Und dort war es fürs Protokoll. Ansonsten, dort ist es so, Sie müssen sich das vorstellen, die organisierte Kriminalität verdient seit 2009, so eine Studie, mehr Geld mit Cybercrime als mit Drogen. Das heißt, der überwiegende Teil ist organisierte Kriminalität, Hacktivisten, Entschuldigung, Idioten und so weiter, alle möglichen, die man dort findet, ohne dass es despektierlich sein soll. Dann haben Sie natürlich eine ganz geringe Anzahl letzten Endes von Angriffen nachrichtendienstlicher Klassifizierung und Qualität. Sie haben gefragt, was heißt das im Bereich der Quantität und Qualität? Dadurch, dass wir jetzt erst anfangen, uns zu vernetzen, nehmen natürlich auch die Angriffsmöglichkeiten zu. Die Qualität der IT-Produkte nimmt nicht mit gleichem Maßstab zu. Dadurch gibt es mehr Angriffsmöglichkeiten, die auch wirklich brutal teilweise ausgenutzt werden. Und jüngste Fälle gingen ja gerade auch wieder durch die Presse. Quantität, weil wir sehen Schwachstellen nicht nur in der Software, sondern eben mittlerweile auch in der Hardware. Das führt zu einer neuen qualitativen und quantitativen Art der Bedrohung, wie wir sie sehen im Bereich der Informationssicherheit. Schwerpunkte der Angriffe nach Zielen und Angreifern. Es wird all das angegriffen, womit man relativ einfach viel Geld verdienen kann, wo es viele Daten dementsprechend gibt. Aber es werden eben auch entsprechend die Lieferanten des Hauptziels letztendlich angegriffen, um sich frühzeitig in die Systeme einzubetten. Wer steckt dahinter? Glaube ich, ist gerade deutlich geworden. Ich glaube, eine Attribution nach bestimmten Ländern macht nur begrenzt Sinn. Und dafür sind wir auch nicht zuständig, sondern das ist eines der Themen, wofür das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst dementsprechend zuständig sind. Herr von Notz hat mich gebeten, Stellung zu beziehen zum Thema Unabhängigkeit des BSI. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, weil wir eine fachlich, und ich beziehe gerne Stellung, wie Sie wissen, in anderen Bereichen, aber wir sind eine fachlich-technisch-wissenschaftliche Behörde. Das ist so, wie es auch im BSI-Gesetz dementsprechend drinsteht. Jetzt ist es so, natürlich arbeiten wir sehr partnerschaftlich und eng auch mit den anderen Bundesoberbehörden zusammen. Ja, und ich saß auch gerade zusammen bei Deutschland sicher im Netz und neben mir saß eben der BKA-Präsident Münch und wir haben darüber gesprochen, wie kann man das Thema Informationssicherheit voranbringen, so wie er auch in der realen Welt den Einbruchschutz voranbringt. Und das ist ein Thema, wo wir uns relativ wohl und gut fühlen. Die Frage ist immer die, und das ist ja das, was bei Ihnen dahinter steht, es gibt ja immer so ein Gefühl, auch teilweise bei den Sachverständigen nach dem Motto, dort werden irgendwelche Schwachstellen an irgendwen weitergegeben. Jetzt bin ich seit gut 3 Jahren in diesem Amt und in dieser Funktion. Ich bin noch nie irgendwo gehindert worden, dafür zu sorgen, eine Schwachstelle dementsprechend schnell zu schließen. Die Herausforderung ist eher, ja, klar, ich weiß, ist ja öffentlich, alles klar. Aber die Herausforderung, die wir haben, ist doch eher, dass wenn wir auch darauf die Hard- und Softwarehersteller hinweisen, die Schwachstellen eben nicht so schnell, wie es eigentlich sein müsste, teilweise geschlossen werden. Das ist doch eher die Herausforderung, die wir haben. Und ich glaube, wir sollten uns hier auf die wesentlichen Themen auch konzentrieren. Und ich fühle mich in der jetzigen Phase, so wie wir gerade alle zusammenarbeiten, sehr, sehr wohl. Aber wenn Sie die Auffassung hätten, Hackbacks sind des Teufels, können Sie das sagen als Präsident im Weisungsstrang Fach- und Rechtsaufsicht des BMI? Können Sie das sagen? Natürlich kann ich es sagen. Die Frage ist, wie oft ich das sagen kann, aber ich kann es schon sagen. Dankeschön. Wir kommen nunmehr zu Herrn Rieger. Ja, die Frage von Herrn Höferlin zum Thema Hacker-Paragrafenverschärfung und die Auswirkungen auf die Sicherheitsforschung. Schon der erste Hacker-Tool-Paragraph hat verheerende Auswirkungen gehabt. Wir waren ja daran beteiligt, an einem Versuch, diese Paragraphensammlung vor dem Bundesverfassungsgericht eingrenzen zu lassen.
wenn man diese Paragraphen anfasst, lohnt es sehr, die Klageabweisungsbegründung zu lesen, weil die bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass die Begründung der damals beschlossenen Paragraphen klar sagt, dass es sich um mehr oder minder Ausnahmetatbestände handelt, also um welche, die halt benutzt werden, wenn zusätzlich zu anderen ohnehin schon vorgekommenen Straftaten noch Hacker-Tools benutzt wurden. So, was wir jetzt gerade in diesem Referentenentwurf beim IT-Sicherheitsgesetz sehen, geht darüber hinaus. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es in Karlsruhe, und wir werden es auf jeden Fall angreifen, da können Sie sicher sein, dass es in Karlsruhe möglicherweise nicht durchgehen wird. So, das heißt also, da sollte man, glaube ich, nochmal eine gründliche verfassungsmäßige Abwägung treffen. Die psychologischen Auswirkungen auf die Branche sind wenig überraschend ziemlich verheerend. Wir haben, wie gesagt, schon beim ersten Paragraph eine klares Empfinden bekommen von den Sicherheitsforschern, die gesagt haben, so, ja Gott, also mit einem Staat, der mich bestrafen will, weil ich irgendwie ein Hacking-Tool auf meiner Platte habe, will ich nichts zu tun haben. So, warum sollte ich dem irgendwie helfen? Warum soll ich dem irgendwie irgendeinen Gefallen tun? So, dann gehe ich doch lieber los und verkaufe meine Exploits, ne? Weil strafbar ist es ja dann ohnehin. So, und diesen Eindruck sollte man tunis nicht noch verschärfen, sondern im Gegenteil eher versuchen, die Hand auszustrecken und zu sagen, okay, wir müssen dieses Problem gemeinschaftlich lösen. Deswegen kann ich da nur dringlich von abraten, also genau wie bei diesen Versuchen, da jetzt irgendwie Darknet-Paragraphen ins IT-Sicherheitsgesetz reinzuschreiben, beziehungsweise dieser Entwurf vom Bundesrat, auch der führt genau zu so einem antagonistischen Gefühl bei Leuten, die eigentlich guten Willens sind, die eigentlich eher sagen, okay, wir können dieses Problem auch gerne zusammen lösen. Zur Frage von Frau Domscheit-Berg, Auseinanderhalten von Defense und Offense, insbesondere was irgendwie die Behörden angeht. Herr Herping hat es ja schon sehr schön und sehr deutlich gesagt, wir haben da momentan ein wildes Verantwortungsnebeneinander, um es freundlich zu formulieren, was auch mit einer großen Konkurrenz um Personal einhergeht. So, das heißt also, wir haben viele Behörden, die um denselben relativ kleinen potenziellen Mitarbeiterpool konkurrieren, nämlich Menschen, die sowohl was von der Technologie verstehen, als auch willens sind, für den Staat zu arbeiten. Das ist in der Branche nicht so häufig. Und wenn, dann geht man wahrscheinlich eher zum BSI, weil man da halt noch eher sich sagen kann, man tut hier was Gutes. So, wir haben diese Situation, dass verschiedenste Behörden, die unklarer positioniert sind, wie jetzt zum Beispiel diese neue Agentur, wo halt einerseits die öffentliche Wahrnehmung und auch die Aufgabenbeschreibung sagt, okay, wir entwickeln hier Angriffswerkzeuge für die Sicherheitsbehörden, was im nächsten Atemzug wieder umfänglich bestritten wird. Da wissen Sie, wenn Sie einen Bewerber haben, der halt irgendwie sich denkt, okay, ich kann ja mal für eine Behörde arbeiten, ich verstehe was davon, der wird nicht zu so einer Behörde gehen, wo ihm nicht klar ist, was da eigentlich passiert und welche Aufgabenstellungen ihm da gestellt werden und in welche Gewissenskonflikte er da kommt. Und wir sollten nicht übersehen, dass wir in der Branche eine Menge Leute haben, die durchaus ein Gewissen haben und die gerne lieber was machen wollen, wo sie ihre Lebenszeit nicht mit der Entwicklung von Angriffswerkzeugen verbringen für den Staat. Das heißt also, dieses Nebeneinander, diese Unklarheit der Aufgabenteilung und die Durchmischung von Kompetenzen, die sich da gerade abzeichnet, ist auch verheerend für die Personalgewinnung, ist vollkommen klar. Zur Frage Sicherheit trotz Verschlüsselung von Herrn von Notz. Wir haben ja die Situation in Deutschland, dass die momentane deutsche Kryptopolitik immer noch auf den Eckpunkten der deutschen Kryptopolitik aus den 90ern beruht. Das heißt, ein klares Bekenntnis zur Verschlüsselung, was gelegentlich auch wiederholt wird, was auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für digitale Selbstverteidigung gestärkt ist. Das heißt also, eigentlich haben wir in Deutschland eine Position, die sagt, Verschlüsselung, Hintertüren einbauen, ist keine Politik dieses Landes. Und das heißen wir auch ausdrücklich gut, weil Verschlüsselung eines der wenigen Mittel ist, die wir haben, um uns tatsächlich gegen alle möglichen Formen von Cyberangriffen wirksam zu schützen, im Sinne von den Datenverlust zu verhindern und Spionage zu verhindern oder zumindest sehr viel schwerer zu machen. Es würde, glaube ich, der Branche, dem Land und auch der Wahrnehmung sehr gut tun, wenn diese Position nochmal ausdrücklich bestärkt und bekräftigt werden würde von Seiten der Politik, von Seiten des Parlaments, wenn man sagen würde, okay, es handelt sich eben nicht nur um Eckpunkte, die halt nicht unbedingt Gesetzesrang haben, sondern um ein klar beschlossenes Gesetz, in dem steht, Verschlüsselung ist wichtig, jeder hat das Recht auf Verschlüsselung und der Staat steht dahinter, dass seine Bürger möglichst gut verschlüsseln. Diese Frage, wie man mit
den Begehrlichkeiten der Strafverfolger da umgeht, also was halt irgendwie die Eindringen in Systeme mit Verschlüsselung angeht, mit Trojanern, mit Hintertüren, wie auch immer, ist eine extrem komplexe Diskussion, wo die Frage, ist es denn notwendig? Also gibt es nicht auch mildere Mittel? Haben wir nicht in der Regel auch noch andere Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen, der hinlänglich in den Urteilen des Verfassungsgerichts diskutiert wurde und in der Regel dort auch beantwortet wurde, wo dann gesagt wurde, ein Trojaner-Einsatz ist mitnichten das mildeste Mittel, die Risiken sind groß, die Nebenwirkungen sind groß und wir haben meistens auch andere Möglichkeiten. Das heißt also, wenn wir über diese Trojaner-Diskussion reden, lohnt es tatsächlich auch wirklich mit den Praktikern einer Strafverfolgung zu reden, die halt sehr oft sagen, okay, häufig genug brauchen wir es nicht, weil wir andere Mittel und Methoden haben, mit denen wir halt zum Erfolg kommen können. Wir haben nur leider nicht das Personal. Wir haben nur nicht die Ausbildung. Wir haben nicht die Ressourcen, das zu tun. Und an der Frage, wo wir beim Trojaner-Einsatz über Bürgerrechte versus Personalausstattung reden, sollte die Entscheidung ganz klar zur Richtung Bürgerrechte fallen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen nunmehr zu Herrn Dr. Herbig. Ja, vielleicht ganz kurz vorweg mit Blick an Herrn MdB von Notz und Herrn Schönbohm. Im BSI-Gesetz steht meines Erachtens eben nicht drin, dass das BSI wissenschaftlich unabhängig arbeitet. Das steht im Gesetz vom Statistischen Bundesamt. Vielleicht wäre das ganz interessant, das mal zu erwägen, das dort aufnehmen zu lassen. Und zu Herrn MdB Bernstiel, das ist eben kein Misstrauen gegenüber dem BSI, sondern es ist ein Misstrauen gegenüber dem BMI und meistens darauf begründet, ist schon ein paar Jahre her, aber in einem Erlass des Innenministeriums damals an das BSI, das Bundeskriminalamt bei der Konzeption beziehungsweise eigentlich bei der Absicherung des Bundestrojaner-Quellen-TKÖ-Online-Durchsuchung zu unterstützen. Ich lasse das mal unbewertet. Ich sage nur, wo es herkommt. Ich lasse es, wie gesagt, unkommentiert. Ich will es nur noch mal darauf hinweisen, wo es herkommt. Dann Frau MdB Esken hatte zu den Eingriffsbefugnissen Bundesverfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und was noch im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 erwähnt wird, gesagt, ja, es ist schwer zu bewerten, aus dem Grund eben, weil die Gesamtschau der Überwachung einfach fehlt. Wir haben sie nicht, wir können nicht beurteilen, also ich kann nicht beurteilen, ob das notwendig ist, es auszubauen oder nicht. Ich will nicht von vornherein annehmen, dass es nicht notwendig ist, aber ich weiß es eben nicht und ich glaube, es kann niemand beurteilen. Auch die zuständigen Stellen können es nicht beurteilen. Und gleichzeitig sehen wir aber, und das können wir sehen, dass die Schutzmechanismen nicht ausgebaut werden. Wir sprechen da wieder von dem Schutz des Kernbereichs privater Lebensführung. Aber wie das umgesetzt wird, ist vollkommen unklar. Also vielleicht reden wir mal drüber über konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel dürfen bestimmte Sensoren wie die Kamera oder das Mikrofon nicht aktiviert werden auf diesen Geräten, wenn man eben in die Wohnung eintritt. GPS ist relativ genau, 1 bis 3 Meter, dann können wir vielleicht nicht abgrenzen, ob das Schlafzimmer ist, aber dann wird es die ganze Wohnung sein. Aber darüber müssen wir diskutieren, das tun wir aber nicht. Das heißt, wir haben keine neuen Schutzmaßnahmen, keine neuen Kontrollmaßnahmen, aber wir haben eine Ausweitung der Überwachung, ohne zu wissen, ob wir diese Überwachung brauchen. Was soll ich dazu sagen? Federführung sehe ich hier beim Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Herr Köhn, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber so eine Gesamtschau zu erstellen, würde da liegen. Ich biete auch meine Unterstützung an in der Kapazität, wie ich das kann. Und das bringt mich auch zu der Frage, wer hat eigentlich den Hut auf? Wie gesagt, es gilt das Primat des Zivilen in der deutschen Cybersicherheitspolitik und IT-Sicherheitspolitik. Und damit hat das für mich das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat hier ganz klar den Hut auf. Fragestellung Cyberabwehrzentrum Plus, brauchen wir das überhaupt? Kann das BSI nicht regeln? Ich glaube, das Cyberabwehrzentrum Plus oder das Cyberabwehrzentrum erfüllt einen sehr, sehr wichtigen Punkt hier in Deutschland, nämlich bringt es auf operativer Ebene, genau wie der Cybersicherheitsrat das auf strategisch-politischer Ebene macht, alle Fäden irgendwo zusammen. Im Cyberabwehrzentrum können sich eben die Expertinnen und Vertreterinnen der verschiedenen Behörden, die sich mit Cybersicherheit in Deutschland beschäftigen, also auch der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst oder der militärische Abschirmdienst, eben austauschen zu aktuellen Fällen. Es gilt auch dort das Trennungsgebot. Das Trennungsgebot wird auch dort meines Wissens nach eingehalten. Und von daher ist es eine sehr, sehr wichtige Kooperationsplattform. Es ist wichtig, aufgrund der technischen Expertise, die eben nur im Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik vorliegt, dass das Cyberabwehrzentrum weiterhin beim BSI auch tätig ist. Und das ist aber jetzt, Entschuldigung, Herr Herbig, aber das ist jetzt Theorie gewesen, oder? Praktisch leistet das Cyberabwehrzentrum diese Aufgaben nicht, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Das sind die Aufgaben des Cyberabwehrzentrums? Ja, ja. In der Theorie. Ich habe nicht im Cyberabwehrzentrum gearbeitet, ich kann es in der Realität nicht beurteilen. Bringt mich dann
genau zum Übergang zu dem Punkt von Herrn MdB Höferlin. Präventive Befugnisse, Cyberabwehrzentrum, Zusammenarbeit Bund-Länder. Ja, die Länder müssen eingebunden werden im Cyberabwehrzentrum und jede dieser Institutionen agiert im Rahmen seiner ihm zustehenden Befugnisse. Das ist jetzt schon theoretisch ebenso, dass die Behörden dort nicht, das Cyberabwehrzentrum agiert nicht, das hat keine Exekutivgewalt, das hat keine operativen Funktionen in dem Sinne, sondern die Behörden bringen eben dort ihre eigenen Befugnisse ein und arbeiten im Rahmen ihrer Befugnisse, tauschen dort Informationen aus und kooperieren dort, um eben verschiedene Vorfälle zu bearbeiten. Und das vielleicht auch als Schluss und damit auch den Einlass von Frau MdB Esken. Deswegen brauchen wir eigentlich auch ein Errichtungsgesetz für das Cyberabwehrzentrum, damit wir wissen, wer dort mit wem kommuniziert, wie die Befugnisse dort aufgeteilt sind, um das alles mal transparent aufzustellen. Das klärt eben auch die Frage nach der Ländereinbindung. Vielen Dank. Dankeschön. So, wir haben jetzt noch 13 Minuten. Das heißt, es bestünde die Möglichkeit für eine kurze letzte Nachfragerunde. Jetzt gucke ich mal, gibt es bei der CSU, CDU Wünsche, SPD? Ich würde es aus Gleichberechtigungsgründen nicht machen wollen. Ich beantworte Ihnen die Fragen in einer anderen Veranstaltung sehr gerne. Aber hier würde ich es einfach nicht machen, weil das ist als Expertenanhörung ausgelegt und ich bin nicht benannt als Experte. Also, Gut, danke schön. Ich sehe bei der FDP, bei den Linken und bei den Grünen auch keine Fragewünsche mehr. Dann bedanke ich mich bei allen Experten für ihr Kommen und für das Erteilen ihrer Auskünfte und schließe die Sitzung um 15:48 Uhr. Dankeschön.